Wir sprechen über das ganz aktuelle 13-Fragen-Video zum Schulsystem reformieren. Auch ein Thema, worüber wir natürlich über Tage schon gesprochen haben. Wir haben ja eine Eigene Folge mal zum Thema Schule gemacht hat. absolut, absolut und haben auch vielleicht noch in der Zukunft was vor. Also da könnte auf jeden Fall noch gar nicht in so langer Zeit vielleicht sogar was kommen. Mal schauen. Und in dem Sinne, ja, gucken wir mal rein, was da so abgeht. Eine Sache haben wir alle gemeinsam. Wir alle müssen oder mussten mal in die Schule gehen. Und das ist auch gut so, denn so haben wir alle die gleiche Chance auf gute Bildung. In der Theorie. In der Praxis sieht es ganz anders aus. Wenn du aus einem Haushalt kommst. Ich wollte gerade schon sagen, ist das denn so? Kranke Einleitung. Ja, aber ohne Spaß, ich finde tatsächlich, dass. Ja, komm, das Kranker heißt, Kommentar, mein Lieber. Das kommt, heißt schon was, wenn das von mir kommt. Ja, was willst du sagen, mein Lieber? Ich war gerade nur wegen der Frage noch einmal aus dem da rausgeworfen. Tatsächlich mag ich das. Ich weiß gar nicht mehr. 13-Frage-Videos, die sind ja immer sehr durchwachsen. Mir gräuselt es auch so ein bisschen schon vor der heutigen Diskussion. Aber ich mag das, dass er auch in ein paar 13-Fragen-Folgen schon immer jetzt einfach so brutal reingegangen ist und so gesagt hat: Ja, aber hier gibt es ja gerade keinen Konsens. So, diskutiert das mal aus. Fand ich schon immer ganz schön. Und ich finde schon, dass diese Videos immer ganz gut für eine Reaction sind, weil man es immer ganz interessante Sachen aufwerfen. Selbst wenn das Video an sich nicht gut ist, bietet es halt Diskussionsstoff. Ja, und da hat mir ein konkreter Text dazu, fällt mir ehrlich gesagt nicht ein, aber ich meine, dass es zu baltischen Staaten als NATO-Frontstaaten gute Texte im Gegenstandpunkt gibt. Hervorragend, dass du sagst, einfach immer, wenn er nicht mehr weiter weiß. Ja, gibt es tatsächlich gute. Nenn mir doch einen guten anarchistischen Text zu dem Thema. Ich habe ja nicht gesagt, dass das Ja, nicht. also dann mach jetzt weiter. Kommst mit gut gebildeten und finanziell gut ausgestatteten Eltern, hast du eine viel größere Chance auf gute Bildung und später mal einen guten Job. Wenn deine Eltern weniger gut gebildet sind und weniger Geld haben, dann hast du es ungleich schwerer, selbst wenn du super schlau bist und dich super anstrengst. Der Fehler, sagen die einen, liegt im System, weil wir nämlich Menschen von vornherein aussortieren und in Schulform Schubladen stecken. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwer die Herausforderungen im deutschen Bildungssystem sind, wenn deine Eltern keine AkademikerInnen sind. Damit Bildung gerecht werden kann, brauchen wir ein System, das Potenziale erkennen und fördern kann. Grundsätzlich finde ich Gesamtschulen besser. Mein Sohn schicke ich jedoch aufs Gymnasium. Also, das mehrgliedrige Schulsystem. Was? War das jetzt als Witz gemeint? Ich glaube schon, oder? Ich weiß nicht. Also Oder meinte das, oder war das schon der Comedian? Vielleicht war das so ein Joke oder so. Nein, ich glaube, das ist schon, ich meine, das ist auch so eigentlich die Haltung, die zwar nicht ausgesprochen wird, die aber ja so ein bisschen das ist, was tatsächlich auch viele linke Eltern halt so für ihr eigenes Kind denken. Ja, klar. Ich Also meine, ist ja auch finde ich so. auch super, diese super integrierten Gesamtschulen irgendwo in dem Elendsquartier, wo ich meine 20er als linker Aktivist irgendwie verbracht habe, aber jetzt ziehe ich vielleicht doch ein Stückchen weiter südlich irgendwie und schicke mein Kind auf das schöne humanistische Gymnasium, wo es Altgriechisch lernt. Also bei mir war es auch so, ne? Ich war ja auch auf einer Gesamtschule, ne? Was? Also ich war auf einer Gesamtschule und da waren halt keine, also von der Zusammensetzung her hatte ich, glaube ich, zwei in der Schule, die eine Gymnasienempfehlung hatten. Und dann halt Ach so. relativ viele Realschule und halt und sehr, sehr viele Hauptschüler. Ich dachte jetzt nur irgendwie, jetzt kommt irgendwie, ja, meine Eltern haben es auch so gemacht, Nein, irgendwie, nein, oder nein, nein, ich nein. würde mein Kind auch aufs Gymnasium schicken. Also wenn ich, vielleicht, wenn ich eine gymnasiale Empfehlung gehabt hätte, wäre ich vielleicht auch dann halt auf Gymnasium gegangen, aber hatte ich halt nicht. Ja, hätte es sich mal anstrengen sollen in der Grundschule. Reingeschissen im Leben, mein Lieber. Jetzt sitze ich hier und berät vor 26 Leuten irgendwas, was niemand interessiert und ich hätte irgendwie zum Mond fliegen können oder so. Das, was halt so Gymnasialschüler machen, ne? Ja. Ja. Traurig.
trinke erstmal was. Aber heute würde ich sagen, ist das ein Stückchen Vanatalin eigentlich, was du dir dafür reinpfeifen musst. Ja. Aber jetzt nicht. Nein, das werden wir nicht machen. Thema abschaffen, das Gymnasium in die Tonne hauen und so mehr Bildungsgerechtigkeit schaffen, sagen die anderen, das wäre ein großer Fehler. Ich glaube nicht daran, dass die äußere Form den Unterschied macht, sondern die Art, wie wir unterrichten und wie wir unseren Unterricht gestalten. Ich habe es von der Hauptschule zum Medizinstudium geschafft und ohne dieses Bildungssystem wäre es gar nicht möglich gewesen. Das Gymnasium mit dem Konzept einer Gesamtschule zu ersetzen, bedeutet das Ende für ein starkes, staatliches Schulsystem. Frage an euch. Findet ihr unser Schulsystem ungerecht und würdet ihr das Gymnasium gerne abschaffen? 13 Fragen, hier kommt Frage Nummer 1 und die geht an Summit. Du kommst aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt, hast aber trotzdem es bis zum Studium geschafft. Hattest du es schwerer als andere Leute? Ich hatte es definitiv schwerer. Also für mich war das immer ein großer Wunsch, später einen akademischen Werdegang einzuschlagen. Ich bin aber auf die Hauptschule gegangen und auf der Hauptschule hatte ich viele verschiedene Schwierigkeiten, unter anderem mir wurde suggeriert, dass ich niemals das Abitur schaffe, dass ich niemals das Studium anfangen bzw. beenden werde. Und wie hättest du es dir besser gewünscht? Genau, ich setze mich unter anderem für die Abschaffung von einem Gymnasium ein und ich glaube auch, dass mein Bildungsverlauf ohne das Gymnasium und durch ein eingliedriges Schulsystem, also eine Schule für alle sozusagen, ganz anders ausgesehen hätte. Jetzt gibt es ja, Nevio, in diesem Land bei dieser Diskussion Millionen Argumente, die man austauschen kann. Es gibt so viele komplexe Strukturen, die wir nicht alle durchanalysieren können, aber... Millionen Argumente kann man austauschen. Das können wir auch zu jedem Thema sagen. Ja, erstmal auf jeden Fall Respekt, Sani, aber nicht zu sehr damit angeben. Wir können ja mal euch beide vergleichen. Gelsenkirchen aufgewachsen, Migrationshintergrund, du eher aus dem Speckgürtel von München, bist inzwischen Schülerunionsvorsitzender. Du kommst aus einer ganz anderen Region und hast auch verschiedene Schulformen hinter dir. Kannst du nachvollziehen, dass er sagt, nee, so kann es nicht weitergehen? Ich kann den Frust verstehen, weil wir alle verschieden sind. Also man muss, die erste Regel im Bildungssystem ist, Kinder sind nicht alle gleich. Ja, es gibt verschiedene Lerntypen. Ich für meinen Teil war bis zur 10. Klasse auf einer Schule. Ich meine, in Bayern gibt es ja keine Gesamtschulen wie in NRW, aber ich würde meine schon als etwas in die Richtung bezeichnen. Wir sind nach der 10. Klasse entweder aufs Gymnasium gewechselt, auf die Fachoberschule oder anderem auch eine Ausbildung angefangen. Also wir hatten wirklich verschiedenste Lerntypen in einer Klasse. Ich habe dann auch so ein bisschen beide Welten kennengelernt, habe dann auch im Gymnasium mein Abitur absolviert, war dort auch als stellvertretender Landesschülersprecher für die Gymnasien in Bayern tätig, jetzt für die Auszubildende der Schülerunion. Wir beschäftigen uns tag. Wie stolz er einfach immer noch ist. Bei uns wäre er einfach das größte Opfer gewesen. Was, worauf ist er jetzt genau stolz gewesen? Warst du schon abgeschaltet? Ich habe mich einfach auf die Kommentare aller unserer lieben ZuschauerInnen konzentriert. Er war halt irgendwie so ein Schülersprecher von irgendwas. Ja. Häufig so erste Schritt dann, um im Parlamentarismus zu landen. Ja. Tagtäglich mit dem bayerischen Schulsystem, sind aber fest der Meinung, wir brauchen ein mehrgliedriges Schulsystem. Lisa, du kennst nun auch alles, also du warst selber als Schülerin auf verschiedenen Schulen, bist danach Lehrerin geworden am Gymnasium, hast aber gesagt, das geht so nicht weiter. Warum? Ja, ich habe einfach festgestellt, also gerade in der Zeit auf dem Gymnasium, dass mir da so eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe sozusagen fehlt. Und das sind eben die Kinder und Jugendlichen, deren Eltern nicht Akademiker sind, die Migrationshintergründe haben und so weiter und die eben nicht Bildung sozusagen schon in die Wiege gelegt bekommen. Und deswegen habe ich mich sozusagen auf die Suche gemacht nach anderen Kindern und Jugendlichen und bin dann auf der Haupt- und Realschule gelandet und habe sie dort kennengelernt, ja. Und warum ist dann deiner Meinung nach die Lösung, wir schaffen das Gymnasium ab? Damit ist ja das Problem erstmal nicht gelöst, oder doch? Naja, also erstmal ist es, finde ich, schon wichtig zur Einordnung, die Abschaffung des Gymnasiums, das klingt immer super radikal, aber damit ist ja nicht gemeint, dass wir hohe Bildungsabschlüsse oder generell ein hohes Bildungsniveau abschaffen wollen.
Ich glaube einfach, dass durch die frühe Selektion nach der 4. oder in Berlin ist es ja nach der 6. Klasse und in Brandenburg, aber einfach diese frühe Selektion der Kinder genau das bewirkt, was auch Samet erleben musste, dass Kinder früh in Schubladen gesteckt werden, aus denen sie dann sehr schwer wieder herauskommen. Und damit gehen uns einfach Potenziale verloren. Und das ist ja auch für Akademikerkinder auf dem Gymnasium keine schöne Erfahrung, wenn sie merken, ah, eigentlich ist mein Traum vielleicht gar kein Studium. Aber alle Wegweiser zeigen zur Uni und ja, das wird im Grunde genommen dann keinem Kind gerecht. Bei Nevio hast du da auf jeden Fall einen Nerv getroffen. Du bist so einen halben Schritt nach vorne gegangen. Ganz stark von dir, ganz stark. Ja, Lana, das ist tatsächlich auch so ein bisschen das, was ich im Kopf hatte. Also ich finde das immer recht faszinierend. Ich war nur auf Gymnasien. Und, also, ich war auf zwei Gymnasien gewesen. Nur irgendwie fünf Stück durchgemacht. Ja. Und zumindest, wenn man in einer westdeutschen Großstadt aufs Gymnasium geht, also es mag, klar, wenn man jetzt irgendwie ein bisschen ländlicher rausgeht oder Ostdeutschland sowieso nochmal was anderes, aber wenn man in einer westdeutschen Großstadt und gerade dann im Ruhrpott oder ich gehe mal einfach davon aus, dass das auch genauso für Städte wie Köln oder Bonn oder was auch immer gelten wird, dass einfach ein richtig, richtig hoher Anteil auch Migranten sind. Schon alleine dadurch, also zumindest war es bei uns und bei uns war ungefähr die Hälfte der Klasse, ich glaube, also, oder sagen wir mal, es waren, glaube ich, 60% eher Migras gewesen. Und darüber hinaus ist es ja auch einfach so, dass das Gymnasium die immer beliebtere Schulform wird. Also beispielsweise die Hauptschule stirbt ja einfach langsam aus, ist ja auch sowieso ein Auslaufmodell. Und klar, die Gesamtschule übernimmt viel, aber es ist auch einfach viel, viel wichtiger geworden, das Abitur zu machen. Und es gibt einfach eine viel höhere Rate an Leuten mit Abiturabschluss. Und deswegen, ich frage mich manchmal, woher so ein bisschen auch noch dieser Blick kommt von Leute, die auf dem Gymnasium sind, haben irgendwie den Druck, Abitur zu machen. Also meine letzten 4 Jahre habe ich auch, würde ich sagen, auf einem deutlich schickeren und so klassischer Gymnasium verbracht, wo man wirklich sagen kann, irgendwie nettes Gebäude außen. So, und das war dann eben im Münsterland. Da waren dann auch tatsächlich eigentlich fast keine Migros mehr auf der Schule gewesen. So. Mhm. Und es gab vielmehr einfach dieses klassische intakte Familiending und Mittelschichtsromantik und so. Und selbst da war es so, dass ungefähr, glaube ich, die Hälfte einfach mit dem Abitur straight in eine Ausbildung gegangen sind und dann dabei geblieben. Mhm. Und das finde ich schon immer faszinierend, was für Bilder dann manchmal rund ums Gymnasium aufgemacht werden, die zumindest jetzt für das, was ich erlebt habe, jetzt nicht unbedingt die Realität widerspiegeln. Ja, Leipzig stabil. Also wir können gerne gucken, dass wir mehr Kommentare vorlesen für die Leute, die es dann später als Podcast hören. Ist auch ein guter Punkt, also alle, die jetzt als Podcast später zuhören. Vielleicht habt ihr euch das auch schon länger gewünscht. Aber manchmal ist es halt im Livestream immer so eine Sache. Also jetzt natürlich können wir das zum größten Teil machen, aber es kann halt auch sehr ermüdend sein. Wenn man jetzt halt ständig Kommentare vorliest, dann nimmt es auch ein bisschen die Dynamik raus und so, und dann gucken wir mal, dass wir einen guten Zwischenweg da finden. Ich denke mal, wir fassen die einfach zusammen. Ja. Also das kann man bei vielen Sachen halt kurz machen, so haben wir es früher zumindest immer gemacht. Ja, also ein bisschen wird möglich sein. Sind wir ein bisschen wenig drauf geachtet in letzter Zeit. Ja, wir haben es ja aktiv sogar weggemacht, weil wir uns dachten, wir haben ja jetzt immer den Chat. Genau. Früher haben wir das ja eben, genau. Das Problem ist da, dass halt natürlich nicht alle das mit Video dann gucken, ja. Ne? Bei jetzt irgendwie iTunes oder so ein Ich würde Zeug. Mir das auch nicht auf Spotify mit Video geben, selbst wenn es verfügbar ist. Aber ich frage mich bis heute, wer das macht. Also, wenn ihr es macht, ne, große, große Liebe geht raus, absolut. Okay, weiter geht's. Du aber nicht, Kai. Warum nicht? Du bist ja komplett gegen Abschaffung Gymnasium. Ja. Kannst du nicht nachvollziehen, was sie sagt? Doch, in Teilen schon, aber ich sehe das von der ganz anderen Seite. Ich bin Hauptschullehrer und glaube ganz eben, dass Unterricht und Schule in der Hauptschule ganz anders funktioniert als in anderen Schulformen. Und da würde ich mir ganz einfach wünschen, dass man anerkennt, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlich leistungsstark sind, unterschiedliche Elternhäuser haben und demnach auch unterschiedlich behandelt werden müssen. Aber du stimmst zu, dass der Bildungserfolg durchaus vom Elternhaus abhängt. Ich denke, das ist unbestritten.
Ach so, das war über das andere Mikro. Ich dachte, du hast das wieder ausgemacht. Nee, und auf der Hauptschule dann schön schlecht. Ja, ich meine, wenn der Sadi, wenn der Typ jetzt, wie du schreibst, dass du ihn von YouTube kennst, der bekannteste YouTuber in dem Bereich ist, dann, also ich kenne auch das Gesicht irgendwoher, aber ich habe ihn, glaube ich, noch nicht so aktiv gesehen, ja. Ich glaube allerdings auch, dass eine Schulform, eine äußere Schulform das Ganze nicht verändert, weil ich denke, dass eben zu Hause der Schlüssel ist. Und egal, welches Schild an der Schule dran steht, bei den einen wird eben zu Hause Bildung anders vermittelt als möglicherweise bei anderen und hat einen anderen Stellenwert. Den großen, großen Schritt, den ich in Zukunft sehe, ist die Individualisierung von Unterricht. Nicht die Organisationsform, sondern ich denke, wir müssen an den Unterricht selbst ran. Und wir müssen dahin gehen, dass jeder seinen eigenen Lehrplan bekommt. Das ist tatsächlich gar nicht so schlechter Take. Also generell ist es ja auf jeden Fall jetzt, ich wollte tatsächlich auch auf einen ähnlichen Punkt halt hinaus, wo ich jetzt das ganze Anfangsding jetzt in den ersten 6 Minuten gehört habe, dass ich mir so dachte, okay, das wird wahrscheinlich eine Debatte sein, die sehr stark einfach genau auf diese Frage von jetzt Gymnasium, Schulsystem und so gemünzt ist und halt die eigentlich brennenden Fragen überhaupt nicht thematisiert. Die sind ja viel tiefgreifender und viel grundsätzlicher. Und das, was er jetzt gesagt hat, war, obwohl er ja erstmal in der nominell konservativen Ecke steht, gut, weil der Punkt, dass es halt eine Individualisierung des Schulsystems braucht, ist halt die absolute Kernbotschaft, wo ich finde, wo auch Anarchistinnen erstmal stehen und worum es auch erstmal gehen sollte, weil wir ja nach wie vor halt immer noch einen sehr stark, ich sag mal, an die Kaiserzeit angegliedertes Denken im Schulsystem haben, dass es halt jetzt in dem Fall diese 3 Wege im Prinzip gibt. Alle haben halt ihre Form, ihr Förmchen und dann wird das halt dann das gleiche Wissen in alle halt reingeprügelt sozusagen oder reindiktiert und dann gibt es halt Kinder, die kommen damit klar. Das ist halt der Weg, wo sie sich halt mit wohlfühlen und was halt für sie super funktioniert und es gibt halt welche, die fallen halt komplett raus. Und genau, das ist halt erstmal der grundsätzliche Gedanke und der grundsätzliche Weg zu sagen, jedes einzelne Kind braucht halt eine individuelle Förderung und braucht halt einen individuellen Weg und muss halt bestimmen, auch dann anhand der eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, wo es sich halt hin entwickelt. Ja, ich meine, das ist ja auch so das ganz große Schlagwort, unter dem jetzt eben viel Bildungspolitik gemacht wird. Also das kann ich ja auch so sagen, das ist, wenn man zumindest hier in NRW ein Lehramtsstudium macht, ist das eben so eins der großen Dinge, die versucht wird zu vermitteln, eben, dass individuelle Förderung jetzt im Vordergrund steht. Und eben einmal dann auch zusammen, natürlich gibt es das, wo es hier schon reingeschrieben wurde, auch mit dem Inklusionsgedanken, das hängt damit natürlich auch zusammen, aber individuelle Förderung, da soll es eben wirklich um alle Schüler daneben geben und dass das zumindest so mit Tools dann versucht wird zu vermitteln. Das ist aber alles auch so eine Sache, die natürlich nur funktioniert, wenn dementsprechend die finanziellen Mittel einmal da sind und dann auch die Lehrkräfte ausreichend bereitstehen. Weil das ist immer schön, was natürlich gesagt wird mit eigentlich bräuchte es individuelle Förderung für jeden einzelnen Schüler und noch besser irgendwie jeder braucht einen eigenen Lehrplan. Aber das funktioniert natürlich nicht, wenn sowieso schon ein guter Teil der Stunden mit einfach Vertretungslehrern ausgefüllt werden, die dann durch Quereinsteiger und Studenten befüllt sind und sonst dann auch das Lehrer-Schüler-Verhältnis eigentlich immer in der Klasse 1:30 ist. Ab da werden natürlich diese Sachen schwieriger und das ist dann halt, an sich bin ich da aber ganz dabei. Also das ist, glaube ich, aus jeglicher Richtung eigentlich sehr logisch. Da kommt eigentlich sowohl der Bedarf eines Schulsystems von so einer staatlichen Perspektive auch mit dem zusammen, was das vielleicht wäre, was wir uns dann als einen Reformschritt wünschen würden und genauso auch das, was sicherlich Schüler sich eher wünschen, anstatt
normgepresster Frontalunterricht, der schnell versucht wird, einfach durchzuziehen, hin zu, ich habe die Möglichkeit, mir meine Themen selber auszusuchen und viel früher auf meine Schwerpunkte zu gehen und nach meinem Tempo bedarfsgerecht zu arbeiten, so wie ich es brauche. Aber das ist halt da das Problem, auch wenn alle das irgendwie sich, oh super, wenn alle sich das irgendwie wünschen, dann mangelt es doch an den strukturellen Voraussetzungen. Wir sind schon fast auf 30 Abos. Nice. Also das ist unser nächstes Ziel. Vielleicht erreichen wir das ja sogar schon heute. Ich glaube, es gibt auch gerade irgendwie so eine Aktion bei Twitch, wo dann irgendwie auch, meine ich, Abos gerade das im September durch vergünstigt sind. Ja, dann nutzt das mal. Ihr rotes Toastbrot. Ja, und Sadi, du hast natürlich recht. Skandinavien ist da ja auch wie mit vielen anderen Dingen auf der Welt immer wieder so ein Beispiel, was genannt wird, wo es viel besser läuft. Und von dem, was ich jetzt dazu gesehen habe, sowohl was digitale Infrastruktur angeht, als auch was einfach Lernklima, aber auch Schüler-Lehrer-Verhältnis angeht, ist das auch in vielerlei Hinsicht, glaube ich, das, was man sich eher wünscht, im Gegensatz zu dem, was hier in Deutschland präsentiert wird. Also ich glaube, das ist halt wieder so eine klassische Reaction und so ein klassisches Gespräch, wo man einfach am Ende sowieso wieder darauf hinauskommen wird, dass auch bei teilweise guten Ideen, teilweise guten Ansätzen, es ist halt so verkorkst, also diese Situation. Oh, hier geht's richtig ab, Leute. Hey, Dave. Oh, für 6 Monate im Voraus, danke. Stabil. Also ne, einfach diese ganze Situation des Schulsystems ist halt so verkorkst, dass es so grundsätzliche Veränderungen bräuchte, also auch innerhalb einfach von jetzt dieser aktuellen Systematik bräuchte es halt so grundsätzliche Veränderungen, damit man halt ansatzweise zu so einem System, Schulsystem wie jetzt in Skandinavien halt kommen kann. Das ist halt verrückt, ne? Und deswegen ist es halt so schwierig, jetzt halt einfach dann zu sagen, okay, wir machen es jetzt nur damit. Nee, es müsste halt wirklich so eine kleine Revolution innerhalb dieser aktuellen Systematik geben. Aber wie soll das halt passieren, wenn halt einfach dafür kein Geld bereitgestellt wird? Das muss man ja einfach sagen, so, ne? Die sagen halt so, ja, wir... yes. Okay, Leute. To the top. Harte Party hier. Ja, ich bin da ganz bei dir. Danke euch. Richtig krass. Also ich glaube auch, das, was mir die ganze Zeit dann durch den Kopf geschwirrt war, war auch, ich glaube, abgesehen von einem Sondervermögen und einer Zeitenwende, kommt man da auch nicht mehr so schnell raus. Ja. Da hilft es wirklich nicht. Wie es auch hier gesagt wurde, ja, die FDP hat ja wirklich erstaunlich viel Wahlkampf damit gemacht. Das BSW ist jetzt auch eine Partei, die mit Bildung eben als einen der großen Punkte eigentlich auftritt. Was natürlich auch nochmal daran liegt, dass jetzt die Bildungsfrage in Thüringen tatsächlich landespolitisch eine noch größere Rolle gespielt hat, weil es da noch dramatischer war. Da gab es ja auch wirklich so Überlegungen, dass man dann den Unterricht dadurch ersetzt, dass dann Schüler aus einer Schule sich per Videocall bei einer anderen mit einhaken sollen, in der dann gerade der Unterricht stattfindet, der sonst ausgefallen. Das wurde dann eben als die große digitale Lösung von der FDP vor Ort auch propagiert. Das fand ich eine geniale Idee. Stimmt, richtig high quality. Ne, aber das... Ich habe heute erst ein Interview gesehen mit so einem Militärexperten. Mhm. Deutschland hat gerade so ein neues, modernes Raketenabwehrsystem halt sich gekauft. Schön. Dieses Fühle ich mich sicher. IDA 7 oder ich weiß es gerne nicht genau, wie das heißt. Aber das ist halt so ein Raketenwerfer, ne, der halt alles mögliche abschießen kann und so. Und da kostet halt diese Zahl war so astronomisch hoch in meinem Kopf, ich kann sie gar nicht mehr wiedergeben, weil das halt für mich eine Zahl ist, die gar nicht in meinem Fassungsvermögen liegt, ja. Es kostet auf jeden Fall mehrere Milliarden Euro, diese Anschaffung. Und das war halt so witzig, dieser Militärexperte, was der halt vorgerechnet hat, was es halt für
für Zahlen bräuchte. Also sie meinte halt irgendwie sowas wie, wir bräuchten halt 30 Milliarden jährlich mehr Rüstungsausgaben und wir bräuchten mindestens nochmal 200 Milliarden, um halt das halt dann so richtig auf Kurs zu bringen in den nächsten Jahren, damit wir halt hier wirklich komplett sicher sind vor eventuellen Raketenangriffen oder was auch immer. Und das fand ich halt so geil. So, und dann kann man sich ja ausrechnen, dass wenn das ist ja das, was gerade so die Debatte halt bestimmt, ne? Also es geht ja jetzt nicht in der aktuellen Debatte bis auf in diesem Ambubble-Video darum, wie man jetzt irgendwie das Schulsystem irgendwie vernünftig finanziert, sondern es geht halt darum, wie man halt möglichst viel Geld in die angeblich so marode Bundeswehr steckt. Und das ist halt jetzt vielleicht ein schwacher linker Take, den halt jeder Linker sagt oder so. Aber es ist halt einfach wahr. Also es ist halt ja tatsächlich so, dass einfach zu wenig Geld in die Bildung gesteckt wird und dass halt es auch für alle offensichtlich ist, wo das Geld halt reingeht. Und das ist halt auch, wenn es halt um sowas wie Bildung und öffentliche Infrastruktur geht und so, dann wird halt immer rumgeeiert und immer so getan wie, oh, keine Ahnung, wo das Geld herkommen soll und das geht gar nicht und wie oder was. Und jetzt aber dann halt einfach mal sich 100 Milliarden aus den Rippen zu jagen, wenn jetzt halt Krieg ist, ist halt easy cheesy. Ja, ist auf jeden Fall ein teurer Spaß, so ein Militär zu unterhalten. Mit Betonung auf Spaß. Was? Mit Betonung auf Spaß. Ja. Panzerfahren macht bestimmt Spaß. Aber tatsächlich ist das auch was, was sich bei mir so richtig ins Gedächtnis gebrannt hat und was mich auch früh zu eben so genau dieser Kostenüberlegung angeregt hat, das muss ich einmal noch erwähnen, ist kein Scheiß in der Kampagne von Call of Duty 4 Modern Warfare. Ja. Kamen immer diese Todesscreens, wo du wahlweise so eine patriotische Botschaft irgendwie drauf hattest mit irgendeinem Zitat von einem beispielsweise amerikanischen Gründervater oder irgendeinem Militärgeneral oder so eine Auflistung, eine Javelin-Antipanzerrakete kostet $72,000. Und du hast dieses Ding halt einfach zwischendrin mal so abgefeuert und ich saß dann immer da und war so, eine beschissene Rakete, und was ist, wenn ich daneben schieße? Und das ist wirklich diese Zahlen, wenn man dann überlegt, wie viel eben darum gestritten wird, so Sachen wie beispielsweise, was Saad jetzt auch reingeschrieben hat, dass irgendwie alle Kinder auf der Schule ein iPad bekommen und er selber nur noch zwei Bücher besorgen musste. Und das ist halt echt so eine Sache, wie darum so massiv gestritten wird. Das war ja auch immer wieder so ein Thema irgendwie, boah, es geht nicht, was für gigantische Anschaffungskosten pro Schüler das ist. Und ich kenne viele Schulen, die das gemacht haben. Tatsächlich auch so diese klassischen Brennpunkt-Gesamtschulen und so, die dann irgendwie städtische Förderung bekommen haben, weil eben benachteiligter Stadtteil, und dann kriegst du nochmal hier aus dem Topf und da aus dem Topf. Dann kriegen auf einmal alle Schüler irgendwie ein iPad. Und man muss auch sagen, das ist tatsächlich das für die Eltern deutlich praktischer, weil die massiv Geld eben für Unterrichtsmaterialien sparen. Es gibt da dann auch eben nicht mehr diese Unterschiede, dass manche sich das nicht leisten können oder das auch einfach von der Familie nicht gekauft wird. Und es ist tatsächlich auch für den Unterricht unfassbar praktisch, so ein iPad. Und dann fährst du halt auf irgendeine ländliche Gesamtschule oder so auf einmal oder gehst vielleicht sogar nur ein Viertel weiter auf eine nicht so stark unterfütterte Schule, weil einfach nur absoluter Durchschnittsbezirk oder so. Und dann haben die noch nicht mal ein einziges Smartboard und schreiben alles dann irgendwie noch mit Kreide an die Tafel. Und alles muss händisch irgendwie abgeschrieben werden. Ja. Dann, du kennst nun auch verschiedene Schulformen. Wie bewertest du das Ganze? Also ist die Schulform eine Schublade für dich gewesen oder nicht? Oder wie war das bei dir? Ja, also ich komme ja aus einer Gastarbeiterfamilie. Und für uns hieß es damals, wenn du auf dem Gymnasium bist, ist das ein enormer sozialer Aufstieg. Das heißt, du hast es geschafft, du gehörst zur Elite, du gehörst zu den Besseren. Und selbstverständlich ist der Fall dann umso schlimmer. Also wenn du dann das Gymnasium nicht schaffst und du wechselst auf eine Realschule. Wie war das bei dir? Bei mir war es eine Katastrophe. Also die Angst, die Eltern enttäuscht zu haben, was man auch tat, ne? Und bei mir war es schon wahrnehmbarer sozialer Abstieg, definitiv. Weil ich war erstmal bei der Elite und dann war ich halt bei den Kindern, die es nicht geschafft haben. Und dementsprechend fühlt man sich dann natürlich auch. Ich bin da auch voll dafür, dass man die Kinder individuell fördern kann. Aber ich glaube, dass halt dieses dreigliedrige Schulsystem den Klassismus in Deutschland einfach nur weiter verhärtet und stärkt. Christine, du gehst nach hinten.
Ja, das, was er jetzt so genannt hat, finde ich, ist auch generell ein ganz wichtiger Punkt. Also was für ein Druck einfach jetzt nicht nur in den Bereichen, er jetzt genannt hat, aber natürlich auch in dieser Erfolgsdruck, den dann halt Kinder einfach, ja, egal welcher sozialen Herkunft auch haben. Das ist halt Wahnsinn. Und das muss man sich halt einfach vorstellen, dass, was das halt mit kleinen Menschen macht, ne? So, es ist halt einfach so, dass halt speziell dieser Wechsel, also für mich war das halt auch persönlich halt extrem hart, also von Kindergarten auf Schule, ich glaube, da geht es auch vielen so. Speziell dieses erste Schuljahr ist halt, glaube ich, für viele Kinder wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil man eben im Kindergarten halt eher so noch so ein etwas behütetere Form halt hat, wo man wenig Anforderungen an einen gestellt werden und so weiter und so fort. Man wird da halt wirklich dann reingeworfen und also ich habe auch die erste Klasse halt wiederholen müssen, ne? Weil ich da gar nicht drauf klargekommen bin als Kind. Also gibt es auch wirklich ganz, ganz schlimme Aufnahmen von mir, wo ich halt auch total abgemagert aussehe und total abgefuckt und so, sieht man mir richtig an auf den Bildern. Und ich glaube, das geht vielen so. Und das ist halt einfach dieser enorme Druck, den halt auf Kinder gelassen wird. Und das ist einfach schlimm, weil, naja, speziell halt eben Menschen in einem jungen Alter sollten halt eben diese Freiheiten haben, sich entwickeln zu können nach ihrem Tempo, nach ihrer Geschwindigkeit und sollten halt nicht alle diese gleiche Geschwindigkeit haben, können gar nicht alle die gleiche Geschwindigkeit haben, ne? Und das und damit werden halt Menschen auch einfach zerstört oder sehr, sehr stark in Mitleidenschaft gezogen für ihr Leben. Ja, ich glaube auch, dass das gibt es ja auch immer wieder, dass Leute eben gerade in der ersten Klasse Probleme haben, weil da geht es ja auch noch gar nicht so stark um diese Stoffvermittlung, sondern da ist ja tatsächlich eher im Fokus dieses Schule als System überhaupt erstmal verinnerlichen und lernen. Wie du es gesagt hast. Disziplinierung einfach. Genau, weg von einfach nur so ein bisschen existieren. Also natürlich kommt es auf Kinder, es gibt ja auch inzwischen auch Kindergärten, die ja für, sagen wir mal jetzt, wohlhabendere Eltern oder so dann auch den Anspruch haben, die in diese oder jene Bahn besonders zu fördern. Oder es gibt natürlich auch Kindergärten, die schon früh versuchen, religiöse Vermittlungen dann auch zu machen. Aber klar, in der ersten Klasse fängt es dann richtig an, dass eben versucht wird, dieses Schulsystem richtig einzulernen. Und das ist ja auch das, wo dann viele Kinder eben große Probleme mit haben. So, ja. Da geht es noch gar nicht um den Stoff. Und ich glaube auch, dass man da dann vielleicht auch sagen könnte, dass das natürlich auch ein Problem ist, dass an die Schüler dann auch eben diese, und da könnte man tatsächlich dann auch einen Punkt eben gegen jetzt das dreigliedrige Schulsystem daraus machen, dass natürlich sehr viel Druck in der Grundschule dann schon dadurch entsteht, weil natürlich Eltern, also ob die Kinder das selber immer so stark wollen, ist dann die Frage, aber natürlich Eltern erstmal für ihr Kind wollen, dass es schon in der Grundschule den richtigen Eindruck macht, so mitkommt, dass da dann eben die Empfehlung fürs Gymnasium ausgesprochen wird. So. Mhm. Und gerade wenn man dann irgendwie an ein schönes Gymnasium in der Stadt kommen will, das ist natürlich dann besonders prestigeträchtig. So. Und da könnte man dann darüber sicherlich auch für die Grundschule Druck wegnehmen. Und vielleicht noch einmal kurz das, was er auch angesprochen hat, mit dem, wie das dann für Leute eben ist, die es dann aufs Gymnasium geschafft haben oder so, oder auch dieser interne Druck von sozialer Aufstieg und Abstieg, das ist auch was ich bei mir selber total mitbekommen hatte. Eben, wenn man aus einer Familie kommt, wo niemand vor auf dem Gymnasium war und wo es auch, sagen wir mal, als ein großes Ziel erstmal war, Gymnasium, dann Abitur und dann auch noch Studium, alles super toll, das ist natürlich auch ein massiver Druck. Und ich weiß auch noch, dass ich mich dann auch tatsächlich da sehr gefragt hatte, was passiert, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Ich weiß auch noch, ich musste, nachdem wir, also vorher hatte ich schon in der 7. Klasse so Probleme mit den Noten und dann eben bei dem Umzug, man kommt in die Nachprüfung und das ist halt eben ein ganz großes Ding, was dann, glaube ich, nochmal als ein besonderer Druck natürlich auf denen lastet, die dann eben aus Arbeiterfamilien oder eben bei ihm nochmal besonders dann aus einer Einwandererfamilie kommen.
Ja, Gringo, schön, dass du dich doch noch entschlossen hast, dich noch mehr mit Schule heute Abend zu beschäftigen. Und du schreibst es ja auch, dass es auch um die fehlende Wertschätzung von nicht-akademischen Berufen geht. Also speziell jetzt als Beispiel von dir genannt, Leute auf dem Bau oder in der Pflege dann halt zu wenig verdienen. Und ja, das ist halt auch ein total absurdes System, was wir halt jetzt Tag für Tag halt die Folgen davon alle spüren, weil sowohl im Bereich der Pflege, im Gesundheitsbereich, als auch jetzt im Bau gibt es halt so gravierende Missstände und Probleme, die ja gerade dadurch provoziert wurden, dass die Wertschätzung so gering ist und dass die Bezahlung so scheiße ist. So, und wir haben ja ein enormes Problem zum Beispiel damit, also wenn du jetzt heutzutage irgendwie einen Handwerker finden willst zum Beispiel, das ist halt unglaublich schwer, jetzt schon, und das wird halt in den nächsten Jahren halt noch viel schwieriger werden, und wie es jetzt im Gesundheitswesen aussieht, das wisst ihr alle selber, und das halt, man muss das ja immer ins Verhältnis setzen, in halt einer der reichsten Länder der Erde, ist ja immer noch so, dass Deutschland halt an Rang 4 im Prinzip steht vom Bruttoinlandsprodukt, was halt erwirtschaftet wird, und das ist ja immer in diesem Verhältnis zu sehen, unter was dann die konkreten sozialen Bedingungen sind, die konkreten materiellen Bedingungen, in denen halt der Großteil der Menschen halt leben müssen. Und da sieht man einfach, dass auch, ja, wenn man so will, diese Kopf- und Handarbeit, dass einfach die Handarbeit diese geringe Würdigung erfährt, und das ist halt unglaublich fatal. Na, mach du mal Lego-Stütze. Beeindruckend. Welch Dynamik. Ja, der macht tatsächlich wirklich welche Laune. Ich habe es mir ja sehr genau angeschaut. Das kann man auf jeden Fall als Liegestütze bezeichnen. Für dich mache ich auch 10 Laune. Ich würde sagen, während ich hier durchschnaufe, machen wir mal weiter. Nee, ich habe nur versucht, gerade die Diskussion von Nightmare und Marek nachzuvollziehen. Da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen. Ihr genügt euch ja erstmal selbst, ne? Ja, und ich war auf der Hauptschule 2 Jahre, und das ist eine Sache, also eben gesagt hat, sozialer Abstieg. Als meine Mutter einen gesagt hat, meine Tochter kommt auf die Hauptschule, die erste Reaktion war immer: Nein, das geht doch nicht. Und ich war allein 2, also von der 5. bis zur 7. war ich auf der Hauptschule, dann habe ich gewechselt. Und allein da kann ich sagen, meine Klasse auf der Hauptschule, super, wir hatten Spaß in der Klasse, wir haben super gelernt, aber die hätten nie mithalten können auf der Realschule. Und deswegen finde ich es eben gut, dass man quasi diese Gruppen zusammen hat, dass man zusammen Erfolg hat und dass man einfach auch mal die Hauptschulen und die Realschulen anerkennt und nicht als Abstieg sieht. Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, nach dem, was du gerade gesagt hast. Da würden wahrscheinlich alle zustimmen. Aber was ich interessant finde, ist, dass du selber diesen Stempel erlebt hast, ne? Warum du dann nicht bei OSAN bist und sagst, ja, es wird auch viel besser, wir hätten die zumindest eine Zeit lang alle zusammen, dann bräuchte man überhaupt gar keine Stempel und Schubladen verteilt. Da muss man auch sagen, natürlich ist da jeder anders, aber ich komme halt aus einer guten Grundschule und ich war die Einzige, die auf die Hauptschule musste, aufgrund meiner Leserechtschreibschwäche. Und ich hatte da in der 4. Klasse wirklich Existenzängste und habe zu meiner Mutter gesagt, ich will nicht irgendwann den schlimmsten Job machen, weil ich nicht kann. Und das hat bei mir quasi so wie so ein Freischuss, dass ich dann angefangen habe und es mir selber beweisen wollte. Ich habe es ja dann quasi rückwärts geschafft von der Hauptschule, Realschule, Abitur, Medizinstudium, Zweitstudium, Promotion, also nochmal. Einfach nur, weil ich es mir selber beweisen wollte, ich kann mehr. OSAN ist ein Stück nach vorne gegangen, hat aber Fragen. Das ist ja nur ein Teil der Realität abgedeckt. Meine Familie üben ja Berufe aus, die oftmals da... Das ist ja auch jetzt eine wirklich wilde Argumentation. Also, was ist das... Also, natürlich ist es erstmal sehr individuell auf sich selbst bezogen. Aber eigentlich sagt sie doch halt, dass es halt voll die Scheiße war für sie. So, und...
Und das ist jetzt wieder dieses typische, ja, ich wurde halt ja im Prinzip eigentlich durch halt eine Form von Zwang der Umstände dazu getrieben, jetzt halt irgendwie an mir zu arbeiten, mich zu bessern. Und das ist halt diese ganze Logik auch von dieser Systematik, dass das halt irgendwie so das die Essenz des Fortschritts ist, dass man sich halt irgendwie gegen die anderen weiter durchsetzen möchte und da so angetrieben wird, halt auch dann halt genauso gut oder besser als die anderen zu sein und so. Aber also, das ist ja total absurd, wenn jetzt halt ein Kind alleine aufgrund halt dieser Rechtschreibschwäche dann halt so viel tiefer eingestuft wird in den sozialen Möglichkeiten, die dieses Kind halt und in den faktischen Möglichkeiten, die dieses Kind halt haben wird. Und wahrscheinlich hat sie halt unendlich viele andere Fähigkeiten, die als Kind auch schon gehabt, die, wenn man sie hätte gefördert, dann hätte sie halt nicht diesen sehr, sehr harten, steinigen Weg gehen müssen und unter sehr, sehr großem Leid, was sich mir jetzt nicht erschließt, warum das irgendwie toll sein soll. Ja, sie hätte jetzt auch kein Argument rausgemacht. Sie hat ja einfach nur von ihrer persönlichen Erfahrung erzählt und das, was ja im Endeffekt dann, was man vielleicht daraus ziehen könnte, abgesehen eben von dem, was du jetzt gesagt hast, mit dem, ich habe es erlebt, also passt es schon irgendwie, ist ja eigentlich das, was halt dieses dreigliedrige Schulsystem bieten kann, ist, dass wenn man auf der Hauptschule kommt, dann weiß man, da kommst du halt im beschissenen Beruf rein und das kann die Kinder motivieren, weil sie eben der Hölle entkommen wollen. Da kann man halt schon sagen, dass das vielleicht funktioniert, müsste man sich dann genauer anschauen, ob das wirklich so ist. Ich meine, die wenigsten Kinder wollen nicht der Hölle entkommen, sage ich so. Es gibt natürlich, ja, es gibt natürlich immer welche. Deswegen kann man ja sagen, dass das eine gute Disziplinierungsfunktion hat. Ja, das stimmt. Das wäre jetzt vielleicht das, was ich so bei ihr aus, abgesehen von dieser persönlichen Erfolgsstory, dann irgendwie noch rausziehen könnte, als das ist vielleicht ein Vorteil davon. Finde ich vielleicht jetzt keine gute Idee, das so zu machen, aber. Und das ist es ja auch, ne? Das ist ja nichts. Ja, aber das ist ja auch genau dieser Punkt, wozu Schule halt als eine Kernfunktion halt hat, die eben nicht so benannt wird im öffentlichen Diskurs, diese Disziplinierung, diese reine Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt. Und das ist ja auch wichtig dahingehend, dass es dieses dreigliedrige Schulsystem für dieses System halt gibt, dass es halt eben eine klare Einteilung in die verschiedenen Berufsgruppen dann letztendlich auch gibt, die halt für dieses System gebraucht werden. Und es braucht halt eben genauso ja, eine Intelligenz ja von Leuten, die halt eben die, und auch immer mehr mittlerweile mit der fortschreitenden Technisierung und so von Leuten, die halt dann auch wirklich studieren können und so weiter und so fort. Aber es braucht natürlich auch viele Leute, die halt, weiß ich nicht, Lieferando ausliefern oder so. und so oder so, egal was du machst in deinem Berufsleben, vor allen Dingen ist wichtig, dass du vor allen Dingen Ja und Amen sagen kannst, ja, dass du in der Lage bist, halt früh aufzustehen, den Sachen, die dir gesagt werden, was du halt zu tun und zu lassen hast, auch folgen zu können und da halt auch nur so einen gewissen Grad an kritischem Geist halt zu haben, was sich dann halt auch abspielt innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses, was du halt ausführst. Dafür ist es natürlich wichtig, dass man auch kreative Köpfe hat, aber jetzt eine grundsätzliche Hinterfragung und so und wie halt diese Abläufe sind, das geht halt nicht und das kriegt man halt nur in Kinder hinein, indem man sie halt eben in diese Form halt presst und deswegen wird es halt auch immer ein relevanter Teil von Schule bleiben. Naja, ich glaube nicht, dass man die sonst nicht da reinbekommt. Es hat ja Hunderte, Jahrtausende auch anders funktioniert. Ich glaube, die Besonderheit von Schule ist eben diese Mischung daraus, das stark institutionalisiert und auch zunehmend perfektioniert zu haben und zu einem anderen Grad eben diese modernen Bedürfnisse an so effektiver Ideologisierung und gleichzeitig natürlich auch Wissensvermittlung, die später gebraucht wird in all den Funktionen, die der Mensch ausführt. Aber das ist ja auch irgendwie so, das ist ja, sagen wir mal, einfach die Grundanalyse von dem, was Schule für den Staat ist, ist natürlich nach staatlichen Zwecken ausgerichtet, nach seinen Interessen, nach dem Bedarf, den er eben an seine Bürger stellt. Und als was stellt er diesen Bedarf an die eben einmal als treue Staatsbürger und im anderen dann eben als
Arbeitskraft. Aber so funktionieren ja erstmal alle Apparate. Es gibt keine Ideologie oder nutzenfreie Räume für den Staat. Ja. Oder nur sehr begrenzt. Das ist ja erstmal, sagen wir mal, so ein grundlegendes Ding, was man da anerkennen muss. Und wenn es jetzt um diese besondere Vorbereitung geht, das war ja auch noch viel früher das, was ja wirklich der Bedarf auch an das dreigliedrige Schulsystem war. Da hattest du ja auch wirklich ganz klare Laufbahnen, die du bei den einzelnen Schulen hattest und auch wirklich das alles viel berufsvorbereitender eingeleitet und viel klarer gestaffelt. Und es war auch viel klarer eben, was kann ich damit machen? Und es war ja auch so, dass ein Hauptschulabschluss viel anerkannter war für die Berufe, die dann ausgeführt werden sollte. Das ist ja jetzt anders. Das ist ja auch tatsächlich das, was man jetzt so ein bisschen an Wandel hat. Was ja auch faszinierend ist, dass es gleichzeitig eben diese große Klage über, es finden sich nicht genug Leute für die Ausbildungsplätze, die wir ausschreiben. Gleichzeitig gibt es mehrere Ausbildungs- oder auszubildende Betriebe, die eben auch den Anspruch stellen, wir wollen jetzt wen mit dem Abitur. Und ich glaube, man muss das auch eben mit diesem modernen Problem der Arbeitswelt verstehen, warum es eben auch aus einem bürgerlichen Lager zunehmend eben Reformvorschläge gegen das dreigliedrige Schulsystem gibt. Weil das wird ja alles und auch diese Diskussion, die hier abläuft, die läuft, also sagen wir mal so, diese Diskussionen sind sehr gut häufig gemacht, dass Leute eingeladen werden, die das dann natürlich auch aus der Sicht des Kindeswohls beschreiben. Und das wäre ja jetzt auch eine Perspektive, wo wir uns drauf beziehen sollten. Also natürlich kann eine Linke auch sagen, ich möchte eigentlich jetzt schon was möglichst gut und effektiv eine gut funktionierende Übergangsgesellschaft vorbereitet oder uns, sagen wir mal, mehr Macht in einem Rahmen und mehr Gestaltungsspielraum für eine Gesellschaft auch im Jetzt bietet. Aber im Großen und Ganzen ist ja das, was eine linke Position oder auch eine anarchistische dann formulieren würde, eben, was ist es, was wir jetzt mit dem Schulsystem machen können, was möglichst das Kindeswohl macht. Ja. Und in dem Punkt wird natürlich auch in diesen Diskussionssendungen dann das angesprochen, immer von einzelnen Leuten. Aber der Hauptpunkt soll ja trotzdem sein, ist, wie schaffen wir es eben möglichst effektiv für den Staat, ein passendes Schulsystem bereitzustellen? Und darum wird ja gestritten. Man möchte ja für den Erfolg des Staates eben das möglichst erfolgreiche Schulsystem haben. So. Und das wird dann vielleicht noch versucht, eben damit in Einklang zu bringen oder dem dann eben noch diese Zusatzfunktion zu geben, weil das ja auch den Zweck dann deutlich mehr adelt, indem man eben sagt, wir wollen nicht nur für den Erfolg, sondern wir wollen auch hier fürs Kindeswohl agieren. Ja, in dem Sinne, lass uns mal schauen, was der Comedian jetzt dazu gesagt hat, weil ich glaube, der wird aus der Perspektive des Kindeswohls formulieren. Ja. Damals in den 80ern, 90ern viele Deutsche nicht machen wollten. Und für uns damals Migrationsfamilie galt das Gymnasium als ein Leben in Wohlstand, eine Akademikerlaufbahn. Mein Sohn hat es geschafft, der wird jetzt Anwalt, der wird jetzt Arzt. Also meine Realität entspricht ja komplett nicht dieser Realität. Auch ein Klischee übrigens, was du gerade beschreibst. Selbst, ja. Aber es stimmt leider. Meine Eltern waren Fließbandarbeiter. Ja, und für sie war das höchste Ziel in ihrem Leben, dass ihre Söhne einen hohen akademischen Grad irgendwie erreichen. Koste es, was es wolle. Und wenn du so einen Anspruch hast an den Bildungsweg deines Kindes und wenn du dann das Gymnasium nicht schaffst, dann kannst du dir die Enttäuschung vorstellen. Und bei der Schulbildung muss die gesamte Population mit einbezogen werden, weil wir gehören auch dazu. Aber eigentlich bestätigt sie doch. Sie sagt ja, lass uns nicht dieses Dreigliedrige abschaffen, sondern mehr Respekt für jede einzelne Schulform erzeugen in der Gesellschaft. Dann würdest du doch eigentlich mitgehen, oder nicht? Nein, diese Strukturen fördern einfach den Klassismus heute immer noch. Ich meine, Menschen. Das ist richtig hart, da halt zurückzugehen. Ne? Wenn Klassismus gesagt wird, dann... Also das finde ich aber auch irgendwie total bescheuert. Also ich meine, das ist halt auch wieder, finde ich, spannend, dass wenn jetzt Klassenpositionen reingetragen werden, dann dürfen sie sich eben nur über Klassismus natürlich formulieren, dass es irgendwie... Nicht, dass es real diese Klassenunterschiede reproduziert in dem, was die Leute dann später für Berufe ausüben und was sie für ein ökonomisches Standing damit haben. Es darf nur darum gehen, wie das dann angesehen wird. Also ist es dann so, dass irgendwie, wie du es am Anfang auch einmal gesagt hast,
ist natürlich auch tatsächlich, kann man ja auch so sagen, ist ja auch ein gesellschaftliches Problem, sowohl für den Staat als auch für die Leute, die dort arbeiten müssen, dass bestimmte Berufe wie Pflege oder Bau schlecht angesehen werden. Aber das wird ja hier dann als das größte Ding herausgestellt. Aber trotzdem ist es ja nicht falsch. Und dann eben zu sagen, nee, also stimmt nicht, dass irgendwie Hauptschule einen schlechteren Ruf hat. Also keine Ahnung, dann sprecht doch mal wirklich mit den Leuten vom Gymnasium, von der Realschule, von der Hauptschule und fragt mal, sag mal, was denkt ihr denn, was so für Leute auf der Hauptschule sind? Sag mal, was sind denn für Leute auf dem Gymnasium? So, welche Berufe werden die später machen? Also das kannst du mir doch nicht erzählen, dass die das nicht auch wissen. Aber ich finde es tatsächlich sehr spannend und gut, dass er halt diese auch migrantische Perspektive nochmal reinbringt, weil das natürlich im Besonderen nochmal ist. Ne? Klar ist, das Thema ist halt letztendlich für auch jetzt deutsche Arbeiterkinder auch nichts anderes, aber natürlich kommt für migrantische Menschen halt nochmal eine zusätzliche Ebene halt hinzu, eine zusätzliche Hürde halt hinzu und auch eine strukturelle Ungleichbehandlung halt hinzu. Und dieser Druck, den er halt sehr gut formuliert, ist ja auch gerade dadurch halt am Entstehen, dass man halt einfach, dass halt die Eltern wollen natürlich auch, dass die Kinder über den eigenen sozialen Stand hinaus wachsen, weil sie halt selber ein Leben geführt haben, was sie dann halt ihrem Kind nicht wünschen. Sie wünschen halt ihrem Kind halt ein Leben, wo nicht das Leben nur aus Arbeit besteht, aber man am Ende des Tages halt materiell halt davon nur sehr unwesentlich profitiert. Ja? Und das ist halt dieser große Wunsch und dadurch entsteht natürlich ein enormer Druck und ich denke, das ist auch dann oftmals so unterschätzt, wie stark dieser Druck gerade eben bei in der Arbeiterklasse ist und speziell auch nochmal bei den migrantischen Leuten. Ja, da ist ja auch diese ganze Erzählung, die es um den Aufstieg gibt, nochmal viel größer. Also das ist ja auch das, was neben natürlich dem Ökonomischen dahinter steckt, dass man einfach möchte, die Kinder sollen später mehr verdienen und sollen irgendwie sich nicht kaputt arbeiten müssen. Das ist ja auch, sagen wir mal, ein materieller Standpunkt, der absolut naheliegend ist. Keine Ahnung. Meine Mama hat mir immer gesagt, ich soll bloß nichts Handwerkliches machen, wo ich mir irgendwie kaputt was mache, weil sie beide Hände später und den Rücken kaputt hatte. So. Mein Papa hat auch immer Scheiße verdient so und wenig Kohle gehabt und mit einfach Gewalt am Arbeitsplatz zu tun gehabt so und meinte dann auch immer, dass das absolut nichts ist und dann soll man halt irgendwas machen, wo man gut verdient und wo man später den Körper nicht kaputt macht. Ist ja auch total naheliegend. Aber darüber hinaus ist ja auch diese große Idee immer noch gewesen für viele Leute. Es geht kontinuierlich bergauf. So. Gerade so unsere Elterngeneration 60er, 70er Jahre haben das ja schon noch mitbekommen, dass man so sagt, wirklich es gibt diesen kontinuierlichen Aufstieg. So. Unsere Großeltern hatten es richtig beschissen, die haben eben diese Nachkriegsjahre mitbekommen. Dann gab es halt einen moderaten Wohlstand, der sich erarbeitet wurde. Die haben es vielleicht sogar geschafft, noch mal ein bisschen besser zu leben. Und die Generation, klar gab es jetzt auch Krisenjahre, aber die Generation soll jetzt wirklich es irgendwie schaffen, wenigstens dann zum Studium. Und bei einer Einwandererfamilie ist das ja noch mal größer, weil da eben dieser Aufstieg dann ja noch krasser eben einfach ist von ich wandere jetzt aus eben einem desolaten Land irgendwie mit Wirtschaftskrise oder Krieg ein. Und das ist aber, halt, um das noch abzuschließen an der Stelle hier, dann halt, ja, wie ihr es auch reingeschrieben habt, sehr augenöffnet diese Szene, dass dann halt bei dieser banalsten Feststellung, also wenn halt bei dieser banalsten Feststellung, wo er einfach nur eine Zustandsbeschreibung von seiner eigenen Realität, mit der er halt aufgewachsen ist, die er beurteilen kann, ja, die Leute halt schon dann zurückgehen und da halt im Prinzip das völlig ablehnen und gar nicht mehr nachvollziehen können, weil sie halt so ideologisch durchdrungen sind von dieser Systematik, ja, dann ist ja klar, dass man dann niemals auf einen Punkt kommen kann, wenn halt noch nicht mal diese Grundempathie vorhanden ist für untere Klassen. Ja, ich würde es nicht so sagen. Also wir werden es ja wahrscheinlich jetzt gleich auch nochmal so ein bisschen rausbekommen. Ich glaube nicht, dass die sagen, ey, scheiß auf deine Perspektive rein, sondern die verpacken das natürlich schon so, dass sie dann sowas sagen werden wie, naja, aber die unterschiedlichen Schulformen haben ja schon die Möglichkeit, genau Leuten wie dir dann eben die richtige Perspektive wie
wie es deiner Herkunft und deinen späteren Zielen eigentlich bedarf, dann auch zu bieten. Ja, solche klar. Geschichten. Aber trotzdem ist ja das, was am Ende des Tages rauskommt, das, was ich gesagt habe, egal wie du das jetzt verpacken. Ja, ja, vielmehr, oder es kommt das raus, was er jetzt erzählt hat. So. Ja, ja. Versteht mich nicht falsch, mein Sohn geht aufs Gymnasium. Ja, der geht, also ihr könnt gerne nochmal einschalten. Nee. Nein, okay. Der geht aufs Gymnasium, obwohl ich für die Gesamtschule bin. Ich sehe, und das ist meine Aussage, die Gesamtschule leider in Deutschland nicht da, was sie in der Theorie verspricht. Wäre es so, dann würde mein Sohn auf eine Gesamtschule gehen. Aber ich sehe die leider noch nicht da. Nevio, warum gehst du zurück? Das doch, klingt doch plausibel. Aus meiner Sicht nicht. Die Förderung des Klassismus durch ein mehrgliedriges Schulsystem sehe ich jetzt nicht so sehr. Nehmen wir das Beispiel USA. Mein Vater ist Amerikaner. Ich habe mich mit ein paar Bundesstaaten beschäftigt, was die Bildungspolitik angeht. Die haben ja eigentlich ein klassisches System einer Gesamtschule, kann man sagen. Alle gehen auf die gleiche Schule. Richtig gute Reaktion auf mein Vater ist Amerikaner. Nein. Kein Konsens. Aber welches Problem haben die USA noch? Die haben ein massives Problem, zumindest aus unserer Sicht, dass es so viele Privatschulen gibt. Und Privatschulen sind ja eigentlich der Treiber von Bildungsungerechtigkeit. Und die entstehen, wenn alle auf eine Schule gehen und die Eltern dann nach und nach sagen, nee, mein Kind geht jetzt auf eine Privatschule. Das ist auch mein Gedanke dazu, wenn wir dieses System einführen, eines allgemeinen Gesamtschulsystems, dann werden wir Privatschulen in hoher Zahl erwarten müssen und dann eine noch ungerechtere Bildung. Aus meiner Sicht gehört zu einem mehrgliedrigen Schulsystem, aber auch dazu, dass man natürlich jede Schulart gleichermaßen fördert. Und das ist leider in vielen Bundesländern, auch teilweise bei uns in Bayern, nicht der Fall. Also es muss viel mehr Geld in die Hand genommen werden für die Mittelschulen und für die Realschulen, damit wir überhaupt dazu kommen, dass die Gesellschaft diese Schularten besser wertschätzt. Kai, hast du... Nun ja, also das ist schon wirklich eine sehr faszinierende Aussage, die er da macht, weil im Endeffekt argumentiert er ja dafür, man sollte das, so wie es jetzt die Schüler sortiert, beibehalten, weil sonst kriegen wir diese Sortierung auf einer privaten Ebene. Man muss ja sagen, also das, was es für Probleme mit Privatschulen in den USA gibt, ist das, was es für Probleme mit Gymnasien in Deutschland gibt. Was man sagen kann, ist vielleicht, okay, es wird halt noch krasser auseinanderdriften, wenn man jetzt wirklich das Schulsystem weiter so verfallen lässt und dann dafür sorgt, dass wirklich die reichen Eltern in Deutschland sagen, ey, scheiße, staatliches Schulsystem funktioniert überhaupt nicht mehr. Wenn es jetzt ein passendes Angebot an Privatschulen gibt, so dann ciao, dann gehen wir dahin. Und wenn jetzt auch noch die ganzen Ausländer und die ganzen Proleten irgendwie und Assis dann mit auf die Schule kommen, dann erst recht so. Mit dem lieben Malte Junior. Aber trotzdem macht es ja, also trotzdem muss der doch wirklich die Parallelen erkennen zwischen dem, was er für eine große, amerikanisch geprägte Privatschulapokalypse aufmacht und das, was für eine beschissene Situation wir jetzt schon hier haben. Also es sind ja die gleichen Muster, die sich da drin finden. Nur halt, dass es noch nicht dieses mega krasse Auseinanderdriften gibt. Hast du überzeugt? Samit nicht. Genau, also ich bin dabei, wenn wir sagen, wir brauchen eine andere Konnotation von zum Beispiel Hauptschule etc. Nichtsdestotrotz finde ich, dass da ein ganz starker Leistungsgedanke hintersteht, weil die Schule vor allem nach unten durchlässig ist. Also dass man zum Beispiel absteigt, wie du das erfahren hast. Und diese Durchlässigkeit gibt es nach oben nicht so stark, wie wir beide die zum Beispiel erfahren haben. Und das ist eine empirische Realität. Und auf der anderen Seite gibt es Herkunftseffekte, die unter anderem zeigen, dass Personen, die finanziell deprivilegiert sind, auch eher durch das Bildungssystem, durch die Mehrgliedrigkeit deprivilegiert werden. Was du hier gesagt hast, man muss von Anfang an quasi eher in der Vorschule vorher schauen, welche Person ist vor mir, welche Probleme hat sie und viel, viel früher fördern, wenn zum Beispiel das Geld fehlt, wenn zum Beispiel alleinerziehende Eltern, wie sollen die sich darum kümmern, dass die Kinder zum Beispiel, dass man ein Buch vorliest, wenn man so übermüdet ist, sondern dass man die Familien unterstützt, dass eben alle bis zur Gliederung so quasi gestärkt sind und die gleichen Chancen haben. Ich will jetzt gar nicht, dass ihr wieder nach hinten geht, aber ich will unbedingt noch mal Lisa ins Boot holen, die du dich ja nun explizit für auch Abschaffung unter anderem des Gymnasiums einsetzt. Aber es gab ja viele Argumente, die sagen, klar, Bildungsungerechtigkeit müssen wir loswerden, aber doch bitte nicht mit Abschaffung des Mehrgliedrigen. Warum bist du trotzdem dafür?
Ja, weil ich finde, dass sich das halt total widerspricht, ehrlich gesagt. Weil ich denke, dass du jetzt hier stehst und auch eine öffentliche Präsenz hat, dafür gibt es einen Namen. Ja, und zwar nennt sich das der Survivorship Bias. Das heißt, du wirst jetzt sozusagen als Beweis für ganz viele genommen, dass unser Bildungssystem durchlässig ist, weil wir einfach Erfolgsgeschichten viel mehr sich bei uns in Erinnerung speichern, als die vielen, vielen anderen, die wir... Samet auch. Ja, oder Samet, genau. Oder ich ja auch, ich bin ja auch Bildungsaufsteigerin und wir sind eben öffentlich viel, viel stärker präsent als die vielen, vielen Kinder und Jugendlichen mit vielen Potenzialen, die eben durch das Netz durchfallen. Und zum Thema in der Vorschule schon und in der Kita, klar, also dass wir eine frühkindliche Bildungsreform brauchen, ist total klar. Aber nehmen wir mal an, das würde passieren und die Kinder würden so gestützt und unterstützt und die Familien würden mit ins Boot geholt, so wie das eben die individuellen Familien brauchen. Wo wären wir denn in der vierten Klasse? Also bräuchten wir dann überhaupt noch die Mehrgliedrigkeit? Ich glaube nicht, weil dann wäre Schule ja so ausgestattet, dass es genügend Personal gibt, um diese Herausforderungen aufzunehmen, um diese Kinder zu begleiten. Aber da habe ich eine Frage. Du sagst jetzt die ganze Zeit ja Potenziale fördern. Das finde ich auch super, das bin ich auch genau bei dir. Ich frage mich aber in der Realität, wie willst du das machen? Wie willst du bei 30 Kindern, die unterschiedlich stark sind, in 45 Minuten allen dazu beiführen, dass alle nachher mit mehr Wissen rausgehen? Ich frage mich immer, wie soll das funktionieren? Genau. Viel Geld. Mit ausreichender Finanzierung. Generell fand ich halt die Punkte von den anderen beiden aus der Gymnasium-Abschaffen-Ebene ziemlich gut. Ich muss sagen, das waren zwei ziemlich markante Argumente, die ich gut fand. Und dieses Format leidet ja ab und zu darunter, dass halt sich im Nichts ausgetauscht wird und die Leute halt irgendwas faseln. Und das waren, finde ich, zwei einfach ziemlich gute Punkte, die man eben nennen kann. Und speziell jetzt so dieses Letztere, da lebt ja auch dieses System generell davon. Also dieses Herauskehren von jeder kann es schaffen. So dieses Glücksversprechen von, oh, guck mal, der hat es geschafft, dann kannst du es doch auch schaffen. Und das ist genau richtig, wie sie das eben beschreibt, dass das halt genau eben diese ganz, ganz, ganz wenigen Leute erzählt, während halt die ganze Schattenseite von all dem auf der Strecke bleibt und ja, darüber sich halt niemand interessiert und niemand irgendwie große Reden schwingen darf, der halt eben durchgerutscht ist nach unten. Ja, und ihr schreibt das ja auch immer wieder, das haben wir auch zwischendurch ja mal gesagt, dass die Probleme sind so vielseitig an Schule und es gibt auch einfach so grundsätzliche Sachen, die unabhängig davon, was du überhaupt für ein System hast und wie das aufgebaut ist, einfach so sind. Also wenn du halt 30 Leute, ein Lehrer, es ist halt scheißegal, in welchem Schulsystem das ist, es kann halt nur nicht funktionieren. So. Und das sind halt einfach immer, das man immer wieder zwischendurch sagen muss, das ist eigentlich so die Basis. So, das Bildungssystem muss halt viel besser finanziert sein, muss halt in diesen Grundlagen, was das überhaupt macht und was es sein soll, und damit man überhaupt irgendwo hinkommen kann damit, in irgendeine bessere Situation, wo dann auch das Kindeswohl halt mehr im Vordergrund steht und Kinder individueller gefördert werden, dann muss es halt einfach die materiellen Grundlagen halt, die Schulen müssen halt vernünftig renoviert sein, die brauchen halt vernünftiges Essen, die brauchen halt viele Lehrer, wenig tausende Mitschüler, eine Beratung in schwierigen Lebenslagen, die verbessert ist. Es gibt ja auch dann häufig irgendwie eine Psychologin oder so für eine ganze Schule oder was. Das sind dann ja auch halt alles so Sachen. Ja, also ich kann mich auch dran erinnern, ich weiß gar nicht, ich weiß nur, dass es ein total faszinierend war, als so eine Sozialarbeiterin an eine Schule gekommen ist. Ich war so, warte mal, wir haben jetzt da unten, da ist irgendwie so ein Büro und da kann man hingehen, weil man irgendwie Probleme oder so hat. Das ist total faszinierend. Aber es ist ja so, es ist ja auch, sagen wir mal, wirklich so simpel. Und das ist halt auch das Problem, dass, wie diese Debatte jetzt darum geführt wird, dass wirklich dieser Hauptfokus darauf liegt. Und ne, es ist ja ganz klar auch geworden bei dem, was wir bis jetzt gesagt haben, wir sind keine Fans jetzt, wir sagen nicht irgendwie, das dreigliedrige Schulsystem muss bleiben oder so, da gibt es super viele positive Effekte. Nee, es gibt primär eben negative Effekte, ja. So. Und so oder so auch eine Umwandlung von eben zu einer Einheitsschule wäre eine gute Entwicklung. Aber es ist halt einfach so, selbst wenn das System jetzt erstmal so weiter bestehen würde, aber so viel Geld reingepumpt wird, dass statt ein Lehrer 30 Schüler
jeder Schulunterricht mit einem Lehrer 10 Schülern abgehalten wird. Oder sagen wir mal 20, das wäre schon ein Riesenschritt. 20 wäre es schon 1000-mal besser, als wenn man jetzt einfach sagen würde, wir machen eine Einheitsschule. Ja, ja, also auch da wäre es schon für alle Beteiligten als so ein riesiges Upgrade im Vergleich zu, wir machen jetzt eine Einheitsschule. Ja. Und das ist halt das Traurige daran. Und das finde ich auch schade, dass bislang eben, ich hoffe, ich meine, man muss ja sagen, wir sind bislang wenig weitergekommen. Deswegen würde ich sagen, gucken wir jetzt vielleicht auch mal ein bisschen längere Abschnitte mal durch. Ich hoffe wirklich, dass das nochmal so herausgestellt wird, was wir auch die ganze Zeit sagen, dass das einfach eine Finanzfrage ist, weil sonst ist das auch wieder eine dieser großen Reformprojekte, die wir so in den letzten Jahren gesehen haben, die primär eben was an erstmal dem Schein der Sache ändern, aber nicht wirklich die tiefgreifenden Probleme verändern möchten. Weil das ist das, was eben so eine linksliberale Gesellschaft einfach richtig gut kann. Ja, und roter Anarchist, deutsche Klassen sind so groß. Also ich kann mich seltenst daran erinnern, dass wir großartig unter 25 Schüler oder so gekommen sind. Außer so Sondersachen wie beispielsweise, ich musste tatsächlich den Geschichtsunterricht nachholen in späteren Stufen, weil es irgendwie so einen Fehler im System gab, dass ich den zu früh abgewählt habe oder so. Und dann muss man irgendwie, wenn man doch Abitur macht, irgendwie Geschichtsunterricht nachholen. Das ist ja besonders witzig. Geschichte-Zusatzunterricht, wo irgendwie wir dann zu 10 oder so das gemacht haben. Okay. Und das war, ja, sehr ungewöhnlich, dass es sowas gibt. Also lass mich daraus schließen, roter Anarchist, du bist wahrscheinlich einer unserer Schweizer Genossen. Hätte ich jetzt eher gefragt, sind in der Schweiz die Klassen so klein? Ja. Nie überfangen, das ist schon... Also, wo es das tatsächlich auch noch gibt, ich habe mal einmal über einen Freund eine von einer ostfriesischen Insel kennengelernt. Ich weiß nicht mehr genau, welche das war, die dann wirklich auf so einer Inselschule waren. Also so in entlegenen Regionen hat man das natürlich mal auf dem Land, wenn einfach nicht mehr genug Schüler da sind und die Schulen noch nicht abgerissen und zusammengelegt sind, sondern mal irgendwie 8 Leute oder so in der Klasse hat. Aber da würde ich sagen, das sind ja wirklich einfach nur absolute Spezialfälle. Und sonst wirklich ist mir das noch nie begegnet. Anscheinend ist in Bayern die Situation vielleicht ein bisschen besser. Also das mag halt auch sein, dass es halt in einigen Bundesländern noch mal Spezifika gibt, wo halt die Situation etwas besser ist. Ne? Also, aber mich würde mir wirklich eine Statistik interessieren, wie viele Klassen es gibt, die mit 20 Schülern existieren in Deutschland, ohne dass jetzt halt irgendwie das wildeste Zeug halt passiert, warum das halt geschieht. Ja. Man muss ja auch dazu sagen, Bayern ist das Gymnasium Deutschlands. Ja. Genau, es funktioniert nicht. Ja, und genau das ist ja das Ding. Ja gut, Ding, aber genau der Schulleiter neben dir hat ja auch den ähnlichen Vorschlag, einen individuellen Lehrplan für jedes Kind. Das war doch dein Ziel, richtig? Ja, aber darf ich ganz kurz da rein, weil es funktioniert nicht in der Art von Schule, wie wir sie gerade in Deutschland haben. Unser Schulsystem gibt das nicht her. Wir bräuchten es aber. Was wir brauchen, sind multiprofessionelle Teams. Was wir brauchen, sind deutlich mehr Ansprechpersonen für Familien, Lehrkräfte, Kinder und Jugendliche. Die müssen alle in der Schule zusammenwirken und ein Netz bilden. So wie es jetzt läuft, gebe ich dir komplett recht. Jetzt gerade funktioniert es nicht. Ich kann nicht als Lehrkraft 30 unterschiedlichen Niveaustufen gerecht werden. Geht nicht. Und warum, wenn das alles so wäre, wie wir es, ich glaube, da würden alle sagen, ja, klasse, super, super Idee. Warum kann man dann nicht trotzdem danach sagen, die Leute, die besonders, keine Ahnung, in manchen Fächern besonders stark sind und halt eher am heutigen Gymnasium sein würden, die lassen wir auch in dieser Lerngruppe und andere lernen in einer anderen Lerngruppe. Kann man. Das meine ich ja damit. Also wir haben dann einfach nicht mehr die Notwendigkeit, so eine, ich sag jetzt mal, Elite-Schule zu haben, die anderen von den schlechten Kindern abkoppelt, sondern wir können dann diese Kinder zusammen beschulen und trotzdem dafür sorgen, dass die Da hat jemand aus Bayern aber ein sehr starkes Bedürfnis, innerhalb seiner Elite zu verbleiben. Leistungsstarken Kinder auch gefördert werden. Ja, also das schließt sich überhaupt nicht aus. Wenn wir zum Beispiel Kinder bis zur 8. Klasse zusammenlassen, Kinder und Jugendliche, dann kann man ja immer noch sehen, okay, wer hat jetzt wirklich das Zeug, da eher in die Richtung Abitur zu gehen, wer hat das Zeug dazu, vielleicht in die Pflege zu gehen. Und ich glaube, dass wir halt auch total sozusagen, wir sagen immer, ja, wir müssen andere Berufsgruppen wertschätzen und so weiter, aber dieses
Schulsystem erhält es praktisch aufrecht, dass wir diese Berufsgruppen eben nicht wertschätzen, weil schon mit 6 oder 7 Jahren, wenn Kinder in die Schule kommen, wissen die, Gymnasium, das ist gut. Das heißt, wenn ich gut bin, komme ich aufs Gymnasium. Und es ist klar, dass Kinder dann dahin streben und dass die Unis überlaufen sind und so. Kai, ist doch plausibel? Nein, Widerspruch. Warum? Und zwar in mehrfacher Sicht. Also wir sind uns einig, da gehe ich komplett mit. Für mich ist die Schlüsselgrundform allens die Grundschule. Wenn die Grundschule einen super Job macht, haben es alle danach viel einfacher. Wo ich dir aber nicht zustimme, es, aus meiner Sicht macht es tatsächlich wenig Sinn, gemeinsam weiterzugehen. Jeder Grundschüler, ich war selber lange Grundschullehrer, wird mir zustimmen, dass schon in einer Grundschulklasse sehr deutlich und sehr schnell klar wird, wer entsprechend wie leistungsfähig ist. Also ich denke, wir haben eher ein Problem damit, dass wir eine bestimmte Art von Berufsgruppe überproportional gut bezahlen. Das sind in der Regel häufig die mit dem Studium, während andere Pflegeberufe häufig hinten runterfallen. Und ich glaube, wenn wir an dieser Schraube drehen würden, wenn wir sagen würden, Arbeit am Menschen ist mindestens genauso viel wert wie an einer Excel-Datei, dann würde sich das auch schnell kippen. Und dann sind wir da, wo du bist. Okay. Immer gut. Immer gut. Macht er mal wieder von der anderen Seite jetzt hier größere Systemfragen auf. Ja, der Typ hat halt wirklich die echt guten Takes, obwohl er halt in dieser Frage, worum es geht, halt konservativ ist. Naja, die Sache ist halt ja auch die, das muss man ja schon sagen, wenn... Sie gehen wir jetzt mal einfach davon aus, wir denken jetzt nicht groß irgendwie weiterhin über, wie jetzt genau dieses Schulsystem im Kleineren aussehen sollte. Aber wenn man jetzt mal einfach überlegt, in einer sozialistischen Gesellschaft und es gibt unterschiedliche Schulformen mit einer Ausrichtung für eben eine unterschiedliche Grundbildung, die es für bestimmte Tätigkeiten brauchen würde. Ja, dann wäre das ja jetzt auch gar nicht so tragisch, wenn es unterschiedliche Schulformen gibt. Und das ist ja auch so ein bisschen das, wo er natürlich jetzt nicht aus einer sozialistischen Perspektive, sondern aus so einer, man könnte irgendwie einfach den Leuten ähnlich viel Geld oder so zahlen und einfach sagen, was weiß ich, jemand, der in der Altenpflege arbeitet, ist eigentlich gesellschaftlich relevanter als jemand, der als Investmentbanker arbeitet, so. Das ist ja so ein bisschen diese Idee, dass man das irgendwie umsetzen könnte. So funktioniert natürlich nicht, wie ein Lohn entsteht. So, das geht ja auch nicht. Und dann ist es ja auch tatsächlich so. Dann könnte man sagen, ja, dann sind jetzt unterschiedliche Schulformen, die unterschiedliche Bildung für unterschiedliche spätere Tätigkeiten machen, nicht viel schlimmer, als wenn das in einer Einheitsschule ablaufen würde. Weil auch in einer Einheitsschule hast du ja unterschiedliche Bildungswege. So. Der Unterschied ist ja nur, dass du die Kinder nicht mehr mit ja, um die 10 Jahren dann halt nach der 4. Klasse Trends. Naja, Bold Ennekist, also die Frage, was der Zweck von Schule ist, genau diese Frage steht eben nicht zur Debatte. Es gibt keine Debatte um den Zweck der Schule, weil der Zweck der Schule, den hat Joshua vor einiger Zeit jetzt innerhalb dieses Livestreams auch sehr gut zusammengefasst und beschrieben, und der wird sich auch innerhalb dieser Systematik niemals ändern. Wird er nicht. Das ist eine Systemfrage. Also welchen Zweck Schule erfüllt, ist eine Frage von, in welchem System findet diese Schule statt. Und natürlich hat Nightmare, du stellst dir auch die Frage, wie war Schule eigentlich in der DDR? Da können wir jetzt nicht auch noch tief reingehen, aber hat natürlich Schule in der DDR auch eine andere Funktion gehabt, in Teilen zumindest, nicht generell, aber in Teilen zumindest als in der BRD. Ja, also ist auch eine spannende Frage. Weiß auf ich jeden, beispielsweise ja. auch viel zu wenig, ja, fast gar nichts zu, könnte ich jetzt ja. auch echt nichts zu sagen, so. Aber ist auch eine spannende Sache, und das ist ja auch was, was du schon angeteasert hast. Das ist natürlich auch interessant, sich nochmal damit auseinanderzusetzen. Das werden wir auch nochmal machen. Wie könnte Schule auch, sicherlich kann man das dann sich auch mal angucken, in unterschiedlichen sozialistischen Systemen ausschauen. Sowohl anarchistisch als jetzt auch DDR ist natürlich auch ein spannendes historisches Beispiel, das man sich dann angucken kann.
Ich glaube, wir reden nicht über Schulformen, sondern wir müssen über Anerkennung reden. Wir müssen einfach sagen, das Handwerk ist was wert. Ein Meistertitel ist so viel wert wie ein Abitur. Und wer einen Techniker hat, der hat sowas wie einen Bachelor. Und ich glaube, das ist der Weg, wo wir hinkommen müssen. Ich glaube, am Ende geht es immer um Anerkennung. Wenn ich, das mag sein, aber wenn ich Lisas Argument richtig verstanden habe, korrigiere mich gerne, dann geht es eher nicht darum... Das geht jetzt schon eher in Richtung von einer materiellen Sichtweise darauf. Ja, also er hat es ja auch gesagt, er sagt ja auch tatsächlich, das muss man jetzt auch sagen, Anerkennung nicht nur in dem Sinne von moralischer, guter Zuspruch von der Gesellschaft, sondern er sagt ja auch, die müssen dann auch dementsprechend verdienen. Ja. So. Und das stimmt natürlich so. Leistungsstarke Schüler nicht weiter zu fördern, beziehungsweise jeden so zu fördern, wo er steht. Ich glaube, das willst du ja trotzdem haben, aber sie will eben die soziale Komponente mit reinbringen, dass man nicht mit dem Stempel Gymnasium oder Stempel Hauptschule gleich ins Leben startet, sondern sagt, wir sind alle zusammen und ich bin gut in Mathe, deswegen gehen wir, die wir alle gut in Mathe sind, zusammen in deinen Kurs. Und die anderen, die gut in Sport sind, gehen in den anderen Kurs. Ich meine, es ist einfach eine Realität, dass die Selektion maßgeblich davon abhängt, wie mein sozialökonomischer Status zu Hause ist. Ja, das ist einfach die Realität. Das heißt, natürlich kann man sagen, ja klar, das Kind ist leistungsstärker, aber wenn jetzt ein Kind, das die Ärztetochter mit der Mathe-Nachhilfe am Ende des Tages eine 2 in Mathe hat und vielleicht der Sohn der Alleinerziehenden, wo der noch 5 Geschwister mit in der Wohnung hat und keinen Lernraum hat, eine 3 in Mathe hat, dann sagt unser Bildungssystem bezeugt, dass dieses Kind besser in Mathe ist, also das Mädchen von der Ärztefamilie besser in Mathe ist als das andere Kind und das ist einfach nicht auf die Potenziale geguckt, sondern darauf, was hinten für eine Note rauskommt und das wird den Kindern ja nicht gerecht. Nevio ist nach vorne gegangen, warum? Ich finde, du hast ein wunderbares Stichwort gebracht und zwar ist es die Nachhilfe, ja, die so viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland nutzen. Und ja, das stimmt, das ist aktuell häufig einfach von der Familie abhängig. Wer hat das Geld dazu, wer nicht? Oder haben die Eltern überhaupt Zeit, am Nachmittag mit den Schülern sich hinzusetzen und die Hausaufgaben zu machen? Aber ich finde, da kann die Lösung keine Gesamtschule sein. Da liegt die Lösung ganz woanders. Da muss der Staat, wie immer, Geld in die Hand nehmen und dafür sorgen, dass es einfach eine ordentliche Nachmittagsbetreuung an den Schulen gibt. Und zwar in allen Schularten, dass die Lehrer oder die Betreuer mit den Schülern, mit der Grund- und Mittelstufe, zumindest dort die Hausaufgaben machen und wir hier nicht verallgemeinern und die Gesamtschule hier als Lösung dafür sehen. Du bist nach hinten gerannt, warum? Ja, weil ich verstehe das einfach nicht, warum man eher bevorzugt, dass die Kinder, die es halt von Haus aus nicht die Möglichkeit haben, die Leistungen auf die Straße zu kriegen, warum es dann eher eine Lösung ist, dass der Staat Geld in die Hand nimmt und eine Nachmittagsbetreuung denen zur Verfügung stellt. Es wäre doch viel besser investiertes Geld, wenn man sagen würde, okay, wir nehmen alle mit ins Boot und fördern alle gleichermaßen in ihren Leistungs- und Kompetenzbereichen. Das muss man ja auch mal sagen, das wird ja jetzt auch so ein bisschen da dargestellt, als wäre irgendwie, ich weiß tatsächlich jetzt nicht, weil ich bislang auch jetzt noch nicht wieder an der Schule war mit einer gescheiten Ganztagsbetreuung, aber als würde jetzt Ganztagsbetreuung kompetente 1:1 Nachhilfe ersetzen können. Mhm. Also ich habe ja auch selber Nachhilfe gegeben, so. Und ich hatte auch tatsächlich für einen Lateinunterricht über damals einen Freund auch Nachhilfe bekommen, der älter war. Oder der dann auch später tatsächlich Lateinlehrer geworden ist. Da habe ich sehr viel Glück gehabt. Aber von dem, was ich auch von reicheren Freunden gehört habe, was die alles an Nachhilfe bekommen haben, das kannst du einfach nicht vergleichen mit dem, was eine Nachmittagsbetreuung bietet. Mhm. Also wenn ich auch das vergleiche, was diese Latein-Nachhilfe dann später in meiner Schule war, zu der Ganztagsbetreuung, damals bei uns in der Schule wurde von der AWO, der Arbeiterwohlfahrt, die Ganztagsbetreuung übernommen. Und danach war ich dann auch noch mal einer, da weiß ich gar nicht mehr, von welcher Institution das war. Ehrlich gesagt, das war einfach nur die Elendsverwaltung für die Kinder von denen, die nicht nach Hause konnten, weil da niemand war, der nicht arbeiten musste, ja, weil die weg waren. So, wir waren einfach nur da, damit die Eltern halt arbeiten konnten und wir dann erst später nach Hause gekommen sind. Dann hat man noch bei der AWO, gab es damals eben, haben wir dann auch vergünstigtes Essen bekommen. Bislang
eine meiner traumatischsten Essenserfahrungen, nämlich dieser Fruchtsalat aus der Dose, von dem ich einem Wochenende krank war, was natürlich damals in der Schulzeit besonders schlimm ist, weil das Wochenende sehr geheiligt wird. Wenn euch die Geschichte besonders interessiert, dieses Fruchtsalats, dann müsst ihr nochmal in die Folge von uns zu Schule und Bildung, da hat der Show ausführlich diese Situation nochmal beschrieben. Das ist toll, dass du mich noch daran erinnerst. Ich hatte natürlich irgendwie im Kopf, dass ich das in irgendeiner Folge war, weil ich hätte das muss ja in der sein. Das muss, oder war es bei Charity? Da haben wir doch auch über die AWO gesprochen. Boah, das kann auch sein. Die ist auch gut, die müsst ihr auch hören. Ja, auch eine tolle Folge. Nee, aber das ist halt die Sache. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Einzelnachhilfe zu Ganztagsbetreuung. Also was damals bei uns bei der Ganztagsbetreuung passiert ist, wirklich. Ein Freund von mir, das kann ich gar nicht erzählen. Eine Sache ist ja eine Nennung im Verfassungsschutzbericht, aber manche Sachen. Komm, lassen wir das einfach weitergehen. Oh, was zu trinken. Anstatt die jetzt wieder voneinander zu trennen, das kann ich nicht nachvollziehen. Christine steht wieder ganz hinten. Was du ja sagst, man soll das Geld nehmen, in das System ändern und dann wird alles gut. Aber ich finde, genau da ist der Denkfehler ja, weil alle Schüler gehen nach dem Unterricht nach Hause. Und deswegen finde ich es viel, viel sinnvoller, dass man bei den Eltern quasi finanziert. Weil ich glaube, es hapert immer nach Schulschluss, weil dann bist du quasi alleine. Es gibt zum Beispiel Schüler, die kommen morgen zur Schule und die kriegen kein Brot. Und ich glaube nicht, dass man durch ein Schulsystem, wenn man es einfach wechselt, dass dann auf einmal die Probleme weg sind. Dann sind sie trotzdem in der gleichen Wohnsituation, haben die gleichen Eltern, werden nach der Schule vielleicht gleich schnell oder gleich wenig gefördert. Und deswegen würde ich eher das Geld nehmen, statt das Schulsystem zu ändern, eher dann wirklich den Eltern helfen, die Hilfe brauchen. Interessanterweise. Vielleicht halt auch einfach beides machen. Also warum sollte man das jetzt halt gegeneinander diskutieren, ob jetzt halt man finanzschwache Eltern unterstützt, sodass sie halt in der Lage sind, ihrem Kind halt ein Butterbrot mit in die Schule zu bringen. Oder ob man jetzt halt mehr Geld in das Schulsystem, und das ist ja keine Entweder-Oder-Frage, sondern muss ja beides passieren. Bist du bei dem Stichwort Osan Pausenbrot, ja, weil das absolut bist du nach hinten gegangen? Warum denn? Weil das Utopie ist. Wie willst du das realisieren? Wo willst du anfangen? Das sind alles Maßnahmen, die kann man ergreifen, aber wenn es schon daran hapert, dass wir alle Schulen anständig digitalisieren, sehe ich das für absolute Utopie. Also und du glaubst, es ist einfacher zu sagen, wir schaffen das Gymnasium ab. Das Nein, das ist ja nicht meine Aussage. Meine Aussage ist ja nicht radikal das Gymnasium. Ich bin ja auch, es kann auch ein zweigliedriges sein, Gymnasium und halt Gesamtschulen. Bin ich auch vollkommen für. Ich finde halt nur den Geist einer Gesamtschule gerechter. Ich fände es schön, wenn es so wäre. Ich fände es schön, ich fände es toll. Aber nie im Leben wird sowas in Deutschland realisiert. Ich meine, durch die Kultusminister, jeder macht sein eigenes Ding so, scheitert es ja schon an der Bürokratie. Und dann solch tiefgreifenden Maßnahmen mit dem richtigen Geld wird niemals passieren. Wird niemals über Föderalismus könnten wir noch 17 Folgen machen, aber interessant fand ich jetzt, Kai ist so nach vorne gezuckt, als Osan gesprochen hat. Warum? Ich denke, dass es Sinn machen würde, dass man Schulstandorte dahingehend entwickelt, dass man alle Ansprechpartner vor Ort hat. Also die Berufsberatung vom Arbeitsamt oder von der Agentur für Arbeit, aber eben vor allen Dingen auch das Jugendamt. Damit dieser Gang zum Jugendamt, wenn es Probleme gibt, nicht immer eine Herausforderung, sondern man hat dann den Gang zur Schule. Und dazu gehören natürlich auch Sprachkurse, ganz klar. Sprache ist der Schlüssel zur Integration. Integration findet aus meiner Sicht zu ganz, ganz großen Teilen in der Schule statt. Und ich denke auch, dass man ganz viel über den Ganztag machen kann. Man muss sich nur überlegen, wann macht ein Ganztag freiwillig Sinn und wann muss man dazu übergehen und sagen, naja, bei dir wäre es wohl besser, wenn du doch kommst. Aber ich will mich von diesem Feld auch nicht wegbewegen, weil ich schon denke, ja, wenn Elternhäuser unterschiedlich sind und Kinder unterschiedliche Bildungschancen haben, dann kann aus meiner Sicht eine gleiche Schulform nicht die richtige Antwort sein. Sondern wir müssen dann verstehen, wer unterschiedliche Voraussetzungen braucht, braucht unterschiedliche Ansätze, um dann eben verschiedene Leistungsstärken. Das sagt sie doch. Sie sagt ja, nicht jeder wird gleich unterrichtet. Nicht jeder wird gleichermaßen gefördert. Der eine wird da ein bisschen gefördert. Sie setzt auf individuelle Betreuung, je nach Leistung, was das Kind erbringt. Wir haben aber einen fundamentalen unterschiedlichen Ansatz und deswegen steht der eine da und der andere hier. Ich glaube, dass es eben schon einen Unterschied macht, wenn ich die gesamte Leistungsbandbreite in einem Gebäude oder in einem Raum habe. Weil die schwächeren Schüler, und ich habe schon immer jeher als Hauptschullehrer den Blick auf die schwächeren Schüler,
Für die ist es einfach wirklich schwierig, jeden Tag zu sehen, dass andere mit Leichtigkeiten die Hausaufgaben machen, die nächste Arbeit ohne Lernen eine 2 schreiben oder eine 1 schreiben. Und andere, die müssen richtig rackern. Und das ist auch ganz klar, weil die ganz andere Probleme im Kopf neben der Schule haben. Jetzt ist Summit, du bist... Das ist zumindest eine interessante Perspektive darauf, die ja auch viel mehr Relevanz hat als diese klassische Perspektive, die halt jetzt hervorgeholt wird, wenn es um das Thema geht, dass die schlechten Schüler die guten Schüler runterziehen. Das ist ja, die Primärargumentation, warum man jetzt nicht Schüler mit unterschiedlichen Leistungsmöglichkeiten in ein Zimmer sperrt, sondern sie trennt. Und das ist natürlich eine ganz absurde und auch richtig schlimme Argumentation. Das andere ist ja dann wieder eine, die eher auf die Schwächeren guckt. Nee, es ist ja auch sogar, sagen wir mal, eine Perspektive, die man durchaus aufmachen kann. Die es auch so von dem, was ich mitbekommen habe, an Gesamtschulen auch gibt. Auch wenn es da natürlich über die Differenzierung dann in die unterschiedlichen Leistungsniveaus dann eben auch stärker so zum Ende hin dann einfach damit zurückgeht. Gleichzeitig könnte man natürlich auch sagen, dass das ein Problem einfach in dem ist, wie Unterricht jetzt vor allem aufgestellt ist. Man könnte ja auch die besseren Schüler in der Klasse aktiv als Ressource dann nutzen als Lehrperson und beispielsweise sagen, man macht dann eine Förderung durch die besseren Schüler der Klasse dann eben für die anderen. Man spielt einfach ein bisschen mit unterschiedlichen Lernmodellen, wo man dann auch diese Stärken innerhalb einer Klasse nutzen könnte. Aber erstmal das, was er sagt, finde ich auch eine recht spannende Perspektive, das auch nochmal da aufzumachen. Kann man auch wieder sagen, von der Seite auf jeden Fall bei Weitem die interessanteste Person. Ja, die anderen beiden sind halt wirklich... Ja, das ist ja einfach nur, ich verteidige das jetzt. Ein völliger Abklatsch. Einfach eine Karikatur so. Und der Typ hat halt was zu sagen, ne? Du arbeitest ja auch an verschiedenen Schulen. Das ist interessant, du arbeitest auch an einem Gymnasium, aber auch an anderen Schulformen. Wenn du das jetzt hörst, kannst du das in deinem Arbeitsbereich nachvollziehen, was er gerade sagt? Nur bedingt. Also ich arbeite unter anderem in Essen, eine Stadt, die von der starken sozialen Segregation unter anderem auch betroffen ist. Auf der einen Seite haben wir den Essener Süden. Dort merkt man, dass wir super wenige Gymnasien haben. Ich meine eins. Und dann haben wir den Essener Norden, wo es eine ganz andere Realität ist, wo Schüler, also wo es super viele Gymnasien gibt. Im Norden gibt es mehr Gymnasium, weil da mehr reiche Leute wohnen. Ja. Und du glaubst, da geben wir, das ist ja unser Thema heute, wenn du... Also sorry, bin ich gerade ganz auf den Kopf gefallen in Essen? In Essen ist doch der Süden wohlhabend. Es kann sein, dass es umgedreht ist. Das ist... Aber ist im Süden nicht auch Kupferdreh? Und solche Vororte? Kannst jetzt auch nicht beschwören, aber... Also ja, vielleicht vertue ich mich da gerade. Aber so oder so, die Realität, die er beschreibt, ist halt speziell im Ruhrgebiet halt... Ruhrgebiet. Also im Ruhrgebiet ist es halt extrem. Also für alle, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen, ist es wirklich so, du hast halt durch jede dieser großen Städte, die es hier gibt, hast du entweder eine Zuglinie oder eine Autobahntrasse, die einmal durch die Stadt geht. Und du kannst wirklich an jeder Statistik dieser Welt kannst du festmachen, dass auf der einen Seite die Gesundheitsversorgung besser ist, die schulische Versorgung besser ist, alles besser ist, was es halt gibt so. Und auf der anderen Seite der Linie, teilweise ist es, wie gesagt, also in Essen ist es eine Autobahn und in Dortmund zum Beispiel eine Zuglinie. Da sieht es einfach scheiße aus. Und das kannst du wirklich komplett festmachen. Diesen Klassengegensatz anhand dieser Trennung. Du suchst mal weiter, ne? Ich hab recht. Du hast recht. Dann hat der Typ sich also vertan. Ja. Es ist ja nur, also es ist tatsächlich auch so, es gibt ein paar Unterschiede im Ruhrgebiet. Also beispielsweise Recklinghausen ist ein Beispiel dafür, wo der Süden sozial schwach ist und der Norden reicher. Das gibt's auch, ja. Ja. Wenn du die Schulform Gymnasium abschaffen würdest, würde sich dann was ändern? Ja, ich glaube teilweise schon. Es wird eine Öffnung bedeuten, dass SchülerInnen sozusagen auf, zum Beispiel bei einem eingliedrigen Schulsystem oder bei einem mehrgliedrigen Schulsystem ohne das Gymnasium auf der Schule individuell gefördert werden, wo man das Potenzial sozusagen von den SchülerInnen entdeckt
Und es heißt nicht, dass alle SchülerInnen den gleichen Bildungsverlauf im Endeffekt haben, sondern dass man mit den SchülerInnen sozusagen geht, Leistungen im Kontext betrachtet, vor allem im Lebenskontext. Genau. Darf ich ganz kurz was sagen? Zu dir. Also du hast ja eigentlich, wünschst du dir das ja auch, ne? Soziale Bildungsgerechtigkeit. Und du möchtest, dass alle Kinder in ihren Potenzialen erkannt werden und so weiter. Und ich verstehe nicht so ganz, warum du dich sozusagen nicht traust, von einer Schule zu träumen, die das leisten könnte. Weil tatsächlich ist es ja so, wenn wir in andere Länder gucken, wo die soziale Herkunft nicht so... Dieser Bayer geht wirklich immer an den geilsten Momenten. Also immer an den deplatziertesten Augenblicken, wo man zurückgehen kann, ist der Typ, rennt hinten gegen die Wand. Würde mir echt interessieren, was bei dem im Kopf die ganze Zeit währenddessen für Gedanken strömen. Ja, man sieht ja auch, wie intensiv er nachdenkt. Ja. So wirklich so, er starrt so ins Leere. Nur irgendwie so ein bisschen an dem Gesagten wahrscheinlich vorbei. Ja. Schon im Kopf wieder in Bayern. Ja. So eng mit dem Bildungserfolg der Kinder und Jugendlichen verknüpft ist. Die machen ja genau das. Die machen ja genau das. Das ist sozusagen der Schlüssel, um soziale Herkunft vom Bildungserfolg zumindest ein weitestgehend abzukoppeln. Und ich bin voll bei dir, wenn du sagst, ja, das funktioniert hier nicht. Ja, so wie wir es jetzt machen, funktioniert es hier gerade nicht. Aber ich finde, wir müssen doch irgendwie uns trauen, das zu wollen, dass das in einer Schule möglich ist und dass das auch bei uns möglich ist. Und nicht einfach wie seit Jahrzehnten weitermachen und sagen, ja gut, dann trennen wir eben weiter und dann haben wir halt Verluste, weil anders geht es ja nicht, weil wir können unsere Schule ja nicht reformieren. Also das fände ich fatal, wenn wir so denken würden. Eure Antwort? Kai? Ja. Also ja und nein. Das eine ist, also ich hoffe ganz, ganz fest, dass ich noch eine große Veränderung im Schulsystem erleben werde. Nur, das sagte ich schon, hoffe ich, dass es mit der Weiterentwicklung, mit vor allen Dingen der technischen Weiterentwicklung, eher in die Differenzierung des Einzelnen geht. Und die Sorge, die ich ganz einfach habe, und da verstehe ich dich dann einfach nicht, ist, wenn wir aus meiner Sicht irgendwann in ein Einheitsschulsystem gehen, dann glaube ich, wird es wieder Ausbrecher geben, die dann wechseln ins Privatschulsystem. Ich glaube, es wird immer eine Gruppe von Menschen geben, solange wie es möglich ist, die sich dem System entziehen, a, weil sie es können, vielleicht finanziell, oder B, weil es die Möglichkeit gibt. Das erleben wir ja genau in den Ländern, in denen du es auch beschreibst, wo dann Elite-Schulen, Elite-Internate in der Regel ja Gymnasien sich bilden und sich eine sehr elitäre Gruppe dann wieder rauszieht. Wenn wir im PISA-Vergleich sehen, was zum Beispiel in Skandinavien, aber auch Belgien, Niederlande und so weiter, die schneiden insgesamt besser ab. Und zwar nicht nur die Privatschüler, sondern quasi im Nationen. Ich möchte einmal anmerken, dass die Diskussion sich seit einiger Zeit mittlerweile in nur noch Wiederholungen ergießt und ziemlich öde geworden. Also es war am Anfang wirklich interessant und spannende Punkte dabei, aber jetzt ist es halt wirklich so, es plätschert halt so dahin, ohne dass irgendwas Relevantes passiert. Ich muss euch sagen, das zieht sich für mich dafür, dass es eigentlich eine vergleichsweise kurze Fragenfolge ist. Ja, schon. Schnitt. Und die Schüler gehen ja nicht alle auf Privatschulen. Ein paar mehr vielleicht als vorher, das mag sein, aber der Gesamtschnitt ist gestiegen oder ist höher als in Deutschland. Ich glaube, dabei geht es auch immer nur um eine individuelle, gefühlte Meinung. Ich glaube, dass Eltern sich ganz häufig nicht für eine Privatschule entscheiden, sondern gegen eine andere Schule. Ich glaube, dass Privatschulen häufig gewählt werden, um einem Schulbezirk oder irgendetwas zu entgehen. Und damit läuft ja das Privatschulenargument ins Leere. Ja, aber ich muss eben trotzdem noch mal hier stehen bleiben, weil ich glaube, dass auch wenn wir diese Gesamtschule, wie auch immer wir sie nennen wollen, hätten, es dann trotzdem wieder Möglichkeiten gäbe, wie man dann am Nachmittag mit Zusatzunterricht. Ich glaube, diesen Faktor Eltern, den kriegen wir in keiner Organisationsform raus. Es wird immer Eltern geben, die viel, viel mehr in Bildung investieren, weil sie eben selbst erlebt haben, dass Bildung zu einem Aufstieg führt, weil sie sagen, Bildung ist der Schlüssel für ein glückliches Leben. Und es wird immer Eltern geben, die sagen, Hauptsache, du machst da irgendwie deine 9 Jahre und weiter geht's. Und das werden wir als Schule mit keinem System der Welt auflösen. Aber vielleicht minimieren? Ich glaube es nicht. Nevio schüttelt ebenfalls den Kopf. Du hast vorhin auch, ich gehe nochmal auf den Vergleich ins Ausland ein. Lisa hat ja
berechtigterweise gesagt, im Ausland, in den Schulen, in den Ländern, in denen PISA-Schüler besser abschneiden als in Deutschland, gibt es dieses dreigliedrige System so nicht. Es gibt, mag sein, dass es mehr Privatschulen gibt, aber wir haben gerade gesagt, das ist ein schwaches Argument. Warum überzeugt dich das dann nicht? Weil es genug auch Gegenbeispiele gibt. Es gibt genug Beispiele auch unter uns, die dem nicht entsprechen. Ich habe vorhin das Beispiel mit den USA gebracht und da sehen wir, dass das fatal rauskommen kann, wenn man diese Gleichmacherei durchsetzt, und so will ich das auch nennen, weil dann alle Kinder auf eine Schule geschickt werden und dann entkommen wir nicht dem Argument, jetzt haben wir zwar eine Privatisierung teilweise in den deutschen Bundesländern, aber nicht so stark wie beispielsweise in den USA. Ich habe so meine Bedenken bei der PISA-Studie, weil sie tatsächlich nur die grundlegenden Fächer abfragt und wir doch im Schulsystem nicht nur Mathe, Deutsch und Englisch lehren, sondern doch auch noch sag mal, andere Schienen zur Verfügung stellen, die übrigens in der PISA-Studie nicht abgefragt werden. Was meint ihr? Nach der Typ ist so dumm, wirklich. Also, die USA. Das kann man ja wirklich nicht. Bayern. Bayern, ja. USA, no. Aber es sind doch alle Leute, die irgendwie so, sag ich mal so, wirklich, ja, sag ich mal grob halt, denen es gut geht und die mindestens gehobener Mittelstand in Bayern sind, sagen doch einfach nur die ganze Zeit, oh, Bayern, Bayern. Ja, muss man ja auch sagen, irgendwo mit absoluter Berechtigung, wenn es irgendwie um den Lebensstandard in Deutschland geht. Ne? Ja, also aber sie haben es ja schon geschafft, so mit Konservatismus zum Ziel zu kommen. Klar. Kann ja auch verstehen, dass man immer dann sagt, bitte, bitte haltet uns den Scheiß aus den anderen Bundesländern vom Hals. Wir sind hier, eigentlich sind wir relativ zufrieden. Ja, ja genau, Mia San Mia. Und du hast ja auch schon gesagt, die haben ja auch tatsächlich eine schöne Biergartenkultur, ne? Ja, abgesehen davon hat Bolt... Joshua schafft es nicht, egal welches Thema mittlerweile, nicht ohne einen Hot-Take aus einer Aufnahme zu gehen. Nee, guck mal, ich wollte ja jetzt tatsächlich auch sagen, Bolt in der Kist hat ja... genau, Nightmare, das ist noch nachhaltendes, intergenerationales Trauma, was sich in diesem... Nevin manifestiert. Nevin. Heißt das so? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, irgendwas mit N auf jeden Fall. Es ging auf jeden Fall so in die Richtung. Bayerische Namen kann ich schwierig aussprechen. Nevin ist doch kein bayerischer Name. So, einfach weiter. Ja. Oder willst du jetzt noch irgendwas? Ja, nee, ich wollte tatsächlich noch was sagen, weil das Bold Anarchist, guck mal, ich wollte jetzt sogar hier einen Hot Take, nämlich einmal widerlegen, und zwar glaube ich, dass nicht ein persönliches AKW in jedem Schulkeller die Probleme lösen wird, weil nämlich die Geräte dafür fehlen, um diesen Strom zu nutzen, also am Strom mangelt es nicht. Die andere Sache ist die Bolt Anarchist aber ganz richtig gesagt hat, und die paraphrasiere ich jetzt mal ganz frei, weil ich nicht da jetzt nach oben scrollen möchte. Und das ist eben das, was die Leute natürlich in dieser Diskussion ja tatsächlich versuchen und was auch einfach die Unlösbarkeit dieser Debatte ausmacht, ist, dass sie versuchen, die gesellschaftliche Ungleichheit, die nicht durch die Schule allen voran geschaffen wird, durch diese zu beheben. Und da laufen sie natürlich irgendwann vor ein Problem. Ich würde aber trotzdem sagen, dass man nicht deswegen jetzt da rausgehen kann und dann einfach meint, ja, dann lassen wir es einfach mit irgendwie Veränderung oder Reform in der Schule einfach weiter so bis zur Revolution und dann wird irgendwie alles gut mit der Schule. Man kann natürlich auch Räume in unserem Sinne für eine gesellschaftliche Transformation auch so jetzt in der Schule schaffen. Und abgesehen davon kann man auch in der Schule jetzt dafür sorgen, einmal, dass es Leuten, die dann die Schule absolvieren, später einfach von der Ausbildungssituation besser geht. Das ist ja auch schon mal eine schöne Geschichte. Und eben die Leute auch einfach im Schulsystem nicht so kaputt gemacht werden wie vorher. Und auch wenn das jetzt natürlich nicht das, was manche Leute sich jetzt da vielleicht in so einer Debatte dann irgendwie vorstellen, dass wir mit Schule irgendwie in einer absolut gleichen Betreuung von allen rauskommen und eigentlich schafft es Schule dann schon, diese tolle Chancengleichheit herzustellen. Am Ende kommen bei Schule alle raus und schaffen es dann irgendwie, den einfach nur aus ihrem persönlichen Schweiß herbeigeführten persönlichen Weg zu gehen und allen geht es irgendwie tipptopp, weil Schule jetzt gut ist und es genug iPads gibt. Nee, aber man kann natürlich trotzdem für die Leute was schaffen, dass Schule die eben nicht mehr so kaputt macht. Ja, auf jeden Fall, Maschoms, keine Diskriminierung von Bundesländern mehr hier.
allem, was ihr bis jetzt gehört habt, seid ihr dafür, das Gymnasium abzuschaffen, beziehungsweise das mehrgliedrige Schulsystem, wie wir es jetzt gerade haben, so weit zu reformieren, dass Menschen länger zusammen lernen können, egal wo sie herkommen, egal welchen Bildungs- oder Akademiker- oder Finanzhaushalt sie zu Hause vorfinden? Schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal die Schulform gewechselt. Ist bestimmt ganz interessant, auch für andere zu erfahren, wie es euch damit ergangen ist. Wenn es euch recht ist, würde ich langsam versuchen, in eine Kompromissrunde zu gehen. Weil irgendwie müssen wir jetzt zusammenkommen. Ne? Also die einen sagen, schafft das Ding jetzt ab. Und die anderen sagen, auf gar keinen Fall. Vielleicht gibt es ja einen Kompromiss. Ich mache es mir immer ganz einfach. Ich schlage auch was vor. Mein Vorschlag wäre, dass nämlich längeres gemeinsames Lernen zumindest einen gewissen Konsens findet. Das heißt, wir verlängern Grundschule. In Berlin sind es 6 Jahre, in den anderen meisten Bundesländern sind es 4 Jahre. Mindestens auf 6 Jahre flächendeckend, vielleicht sogar bis zur 8. Klasse gemeinsames Lernen. Gerne auch dann schon in unterschiedlichen Leistungsstufen, wenn sich da schon was rauskristallisiert. Also länger gemeinsam lernen, damit die Leute länger zusammenbleiben. Da sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5 nach vorne gegangen und sogar Kai. Die Gruppe zwingt dich. Die Gruppe zwingt dich. Na, ist doch schon mal was. So, das war mein Vorschlag. Ich würde euch jetzt bitten, steckt doch mal die Köpfe zusammen. Und vielleicht habt ihr dann einen Vorschlag, um die andere Seite näher zu euch zu ziehen. Okay? Los geht's. Ihr habt die Diskussion verfolgt. Was würdet ihr denn vorschlagen als Kompromiss? Wie kommen diese beiden Seiten näher zusammen? Die einen wollen Gymnasium abschaffen, die anderen wollen es nicht. Wo kann man sich in der Mitte treffen? Wir alle hier in der Schule des Lebens versuchen nun Kompromisse in Sachen Bildungssystem zu finden. Möchtet ihr anfangen, Grün? Habt ihr einen Vorschlag, von dem ihr glaubt, dass die anderen nach vorne gehen würden? Ja, wir versuchen es. Da wir alle Teil dieser Gesellschaft sind und wir euch auch nicht außen vor lassen wollen, obwohl darüber diskutiert wurde, sind wir zu einem Kompromiss gekommen, dass wir viel später trennen, also einheitlich in ganz Deutschland ab der 6. Klasse. Weil wir einfach der Meinung sind, für das soziale Miteinander ist gemeinsames Lernen bis zu 6. besser als. Das finde ich einen starken neuen, richtig neuen Vorschlag in der Debatte. Ich habe nicht das Gefühl, dass es vor einer Minute schon mal gesagt wurde, woraufhin alle nach vorne gelaufen sind. Hä, das war doch genau das, was die anderen, was gerade der Typ, der Moderator gesagt hat. Echt? Ja, identisch. Oh, ja, fuck, sorry. Also, ich merke, dass ich selber mit dieser Art von Unterricht nicht gut klarkomme. Es ist halt so wie Bobo Lobing schreibt sehr unterkomplex. Ja, Bold eine Kiste. Das hatten wir doch schon mal, dass ich zu anbabbeln sollte. Das ist jetzt wie in den meisten Bundesländern bis zur 4. Und dann soll es das 2-gliedrige geben, Gymnasium und Gesamtschule. Nach der 6. Okay, ja, überrascht mich. Aber was weil ja, ist ein großer Kompromiss? Ein großer Kompromiss. Und mit sehr viel Schmerz. Die Gesamtschule beinhaltet ja auch, dass man da Abitur machen kann. Also die beinhaltet ja praktisch alle Bildungsabschlüsse. Mhm. Und das ist ja auch nur der Kompromiss, weil wir wissen, dass ihr vom Gymnasium nicht loslassen könnt. Und das, ist aber, das bedeutet, für die besonders leistungsstarken Schüler und Schülerinnen gibt es dann noch das Gymnasium? Nein, für die Eltern, die es der Gesamtschule nicht zutrauen, ihr Kind adäquat zu fördern, gibt es das Gymnasium. Okay, großer Schritt. Geht ihr auch einen Schritt? Hey, wir können, glaube ich, alle einen Schritt nach vorne gehen. Oh, ja, ja. Ganz vorne will ich nicht sein. Ganz vorne willst du nicht sein, aber ey, das ist ein Kompromissvorschlag. Ja. Weil unser fast ähnlich ist. Ja, ne? Also unser ist tatsächlich ähnlich. Unser Vorschlag würde dahin gehen, dass wir die Grundschule auf 6 Jahre verlängern, um gemeinsam weiter zu lernen, um auf eure Forderungen zuzugehen. Das ist ein innovativer Vorschlag. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gehört heute Abend. Ich finde ja gut, dass es einfach von der anderen Seite eben zu argumentieren. Aber die Einschränkung, dass wir ab Klasse 5 ein Leistungskurssystem anbieten, und zwar die etwas Schwächeren und die etwas Stärkeren, und dazu auf jeden Fall einen stabilen Ganztag aufbauen, der zum einen Förderunterricht anbietet für Englisch, Deutsch, Mathe, aber vor allen Dingen auch ein Spracherwerbsunterricht, um da eben diese Chancengleichheit aufzubauen. Und zwar nicht erst ab Klasse 5, sondern von Anfang an und am liebsten natürlich auch schon vor der Einschulung. Geht ihr einen Schritt auf die zu oder nicht? Okay, ihr habt natürlich, sagen wir mal, taktisch gesehen eine Schwierigkeit, weil ihr ein Paket geschnürt habt. Die können jetzt nur zum Paket Ja oder Nein sagen, wenn sie einzelne Aspekte des Paketes nicht so gut finden. Bei was würdet ihr vielleicht einen Schritt nach vorne gehen? Klar, bei Grundschule bis 6. Klasse würdet ihr wahrscheinlich sagen, besser als jetzt.
Na, ich glaube, ich würde einen Schritt zurückgehen, wenn es darum geht, dass man dann ab der fünften sozusagen nach Leistungsniveaus schon sortiert. Weil ich finde, dass das dann nicht wirklich ein Kompromiss ist. Genau, und dass das so ein bisschen widersprüchlich mit der Selektion nach der sechsten Klasse ist. Mhm. Genau, da würde ich einen Schritt zurückgehen bei den anderen Punkten nach vorne. Deswegen bleibst du insgesamt einfach stehen. Genau. Verstehe. Aber hey, Leute, wir sind ehrlicherweise weitergekommen, als ich am Anfang dachte. Ihr steht fast alle zumindest in der Mitte. Ihr habt euch angenähert. Und ich glaube, was klar geworden ist, wo die großen Knackpunkte im Bildungssystem sind, die haben wir heute mehrfach besprochen. Kleiner Gruß an alle Lehrkräfte, auch die hier auf dem Feld stehen. Ich glaube, ihr seid immer völlig unterschätzt, weil ihr den ganzen Bums in dem Chaos im deutschen Bildungssystem aushalten müsst. Also ein Dankeschön dafür. Am Ende des Tages sind wir ein bisschen näher zusammengekommen. Ich danke euch sehr für euer Engagement, für eure Zeit und dafür, dass wir hoffentlich eins schlauer geworden sind. Das könnt ihr selber in den Kommentaren nachher schreiben. Bitte immer dran denken, wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Dankeschön. Wurde denn jetzt gesagt, dass sie klatschen sollen? Kommt da noch was? Wenn euch 13 ja, Fragen gefällt, dann könnt ihr hier unser... Normalerweise gibt es immer noch... Die reden doch immer noch so kurz. Ja, das finde ich ja nicht immer interessant. Dich ganz nett, ich fand dich ganz nett. Was hat der da für ein T-Shirt in der Hand? Ostdeutschland. Stabil. Gut. Würde er im Westdeutschland T-Shirt tragen, aber trotzdem stabil. Gut, endlich mal Fahne zu bekennen. Ja, Bold Edekist, ich kann auf jeden Fall dir nur zustimmen, wenn es damals im Sportunterricht später den Paintball-Kurs gegeben hätte. Ich hätte mich dafür entschieden. Hätte es mir geschadet? Ich glaube, nein. Welcher Junge nicht? Also ich glaube, es gibt sehr wenig Jungen, die jetzt nicht gesagt hätten, ja geil, ballern. Ja, haben halt guten Geschmack bei den Sportarten. Die Jungs. Und damit auch die Antwort auf Bold in der Kiste. Ja, was lernen wir jetzt? Ja, das kann ich auch sagen. Softair war bei mir auf jeden Fall auch eine wilde Zeit. Manchmal kommt man sich echt so bekloppt vor. Ey. Okay, ich wechsle mal in die Großansicht. Tada! Sehr schön. Mal ein bisschen rüberrutschen wieder. Ich muss immer weiter weg hier von dem Zentrum der Macht. Genau, von der Kontrolle. Ich hatte mich gerade auch schon so gesilenced gefühlt, als ich darauf eingehen wollte, dass wir keine Bundesländer mehr hier diskriminieren sollen, wurde mein Kommentar weggeschnitten. So läuft das ja langsam mit meinen Aussagen. Ja, ich weiß nicht, ob wir das wirklich fazieren müssen. Es war halt irgendwie gegen Ende ein bisschen anstrengender. Und ja, es ist halt auch ein bisschen klar, dass bei dem Thema es sehr schwierig ist, dass da am Ende so ein richtig produktives Ding bei rauskommt, weil einfach die natürlich die relevanten Fragen da nicht ansprechen können. Und ich habe mir halt zumindest mehr erhofft, dass es etwas mehr um die materielle Frage geht, weil das ist halt so offensichtlich die Primärfrage, ja. Also ist es immer, aber ist es halt bei Schule jetzt nochmal im Besonderen. Ja, also weiß ich nicht, ob bei dem Thema nicht eigentlich auch ein bisschen mehr drin gewesen wäre. Also dafür, ja, was es jetzt war, ist es halt schon echt ziemlich schwach gewesen, weil die Sache ist ja die, was man ja schon sagen muss, ist, dass Schule eben mit diesen unterschiedlichen Laufbahnen, aber dieser geteilten Erfahrung ja echt eine Geschichte ist, wo man sehr, sehr viele Leute logischerweise dann eben auch schon im jungen Alter eben abholen kann, zum Aufzeigen von, was gibt es da eigentlich für Probleme eben mit Sortierung nach Klassen einmal, aber auch Unterschiede von, wie die Infrastruktur eben in bestimmten Vierteln bereitgestellt ist, was für eine Zukunftslaufbahn da eigentlich vorgeschrieben wird, und das dreigliedrige Schulsystem lädt da ein, und gleichzeitig kann man eben auch diese ganzen materiellen Fragen eben daran aufmachen, aber auch eben auch die Unmöglichkeit einer absoluten Reform. Also da ist ja eigentlich schon richtig viel drin, aber naja, das wurde halt nicht umgesetzt, ne? Ja, Bold Edekist, die Sache ist ja die, das muss man ja auch sagen, also ich habe schon deutlich spannendere Chancengleichheit-Debatten auch bei 13 Fragen gesehen, als das, was das heute war.
das ist ja schon wirklich so, ja, wie Marian auch gesagt hat, dass es sich wirklich die letzte, also fast das gesamte letzte Drittel eigentlich nur noch langweilig im Kreis gedreht hatte. Ich glaube auch, wie es schon vorgeschrieben wurde, man kann ja wirklich vom Gegenstandpunkt sicherlich halten, was man will, und da gibt es auch immer kritischere Sichtweisen drauf, aber ich glaube, niemand von uns kann dagegen argumentieren, dass es nicht diesen Formaten unfassbar viel sowohl auf einer inhaltlichen als auch auf einer Unterhaltungsebene bieten würde, wenn zu jeder Diskussion jetzt der GSP-Redakteur mit da drin stehen wird. Ja, ja, natürlich so oft. Das wäre halt hammer witzig, wenn es dann immer einfach so einen 5-Minuten-Einschub geben würde. dann gibt es dann immer so ein Peter Decker-Moment oder so. Dann kommt er halt irgendwie so in die Mitte von diesem Spielfeld und dann kommt halt so eine vernichtende Analyse. Und dann müssen sich alle dazu positionieren. Ja, dann würde ich mir, glaube ich, jede Sendung angucken. Da hätte man mal Neitan einladen sollten. So ein linksradikaler Lehrer, schreibt Bobo Lobing. Kenne ich tatsächlich gar nicht. Das klingt interessant. Ja, wie gesagt, also wir werden natürlich zu dem Thema auch in Zukunft nochmal mehr machen, und es ist uns ja ein wichtiges Thema, nicht nur, weil du einen eigenen Bezug auf Grundlage deines gewählten Lebensweges, deines zukünftigen hast, sondern es auch einfach ja immer eine zentrale Frage auch des Anarchismus war. Das möchte man vielleicht jetzt an der Stelle nochmal abschließend auch sagen zu dem Thema. Es ist ja leider eine Sache, die in der heutigen Linken eine sehr kleine Rolle eigentlich nur noch einnimmt, was ich halt absolut fatal finde, weil die Frage der Bildung ist in jeder Hinsicht, das wurde ja auch, selbst haben die das ja geschafft, das zu benennen, fundamental für die Entwicklung des Menschen innerhalb der Gesellschaft. Und deshalb ist für uns als Anarchisten, als Anarchistinnen die Frage der Bildung ein absolut zentrales Kampffeld, woran wir auch gut benennen können, was halt eben falsch in der Gesellschaft läuft, so wie du es benannt hast, und auch sehr gut aufmachen können, was sind denn unsere Alternativen für den Menschen. Und diese Alternativen, die wir für den Menschen, für ein anarchistisches Bildungswesen sehen, das sind, denke ich, Alternativen, gibt jetzt das heutige Format nicht her, das intensiver zu behandeln. Das werden wir, wie gesagt, an anderer Stelle nochmal intensiver machen. Die sind, denke ich, sehr überzeugend. Und damit kann man halt auch viele Menschen abholen und ansprechen. Und halt vor allen Dingen auch, weil das ja so häufig thematisiert wird, wie schlimm es sei, dass man halt eine Jugendbewegung und so weiter ist, ist das halt auch ein zentraler Bestandteil davon, eine gesellschaftliche Kraft zu werden, wenn man dort auf dieser Ebene ein gutes Angebot halt entwickelt, weil dann ja auch einfach, ja, wenn man Kinder bekommt, die auch vielleicht mal an irgendeine coole Schule schicken kann oder es zumindest coole anarchistische Bildungsangebote haben kann, die einen dann dabei unterstützen. Und wie gesagt, zu großen Zeiten unserer Bewegung war dies eine zentrale Frage und auch immer eine Frage, die dann, wenn man Kontrolle über Gebiete hatte, eine fundamentale war, wo jetzt zum Beispiel zu Zeiten der Spanischen Revolution eben in den Dörfern, in den Städten auch dann häufig dann sich als einer der ersten Themen der Schule gewidmet wurde. Macht ja auch irgendwo Sinn. Also ja, das muss man ja sagen. Die Schule ist ja dahingehend auch so attraktiv immer für revolutionäre politische Strömungen jeglicher Couleur gewesen, einfach weil der Gedanke so stark da drin steckt, auch das, was ursprünglich mal Schule für eine moderne Nation leisten sollte, eben den neuen Menschen, so wie man ihn halt haben möchte, schaffen sollte. Und deswegen war ja auch im Anarchismus gerade diese Idee so stark. Ich meine, es war sowieso eine Zeit, wo der Anarchismus stark geworden ist von den großen Reformschulversuchen. Aber auch da hat man ja nicht mal nur, wenn man eine Revolution geschafft hat, sondern auch im Vorhinein schon gesagt, wir möchten eigentlich im Jetzt auch schon eine Schule schaffen, die den anarchistischen Menschen vorbereitet. Und das muss man auch sagen, das ist eine große Aufgabe, die auch nur möglich ist, wenn es aus einer starken Bewegung selber kommt. Dahingehend kann man natürlich auch einfach nur weiterhin hoffen, weiterhin daran arbeiten, dass die Bewegung so stark wird, dass wir das auch wieder schaffen, eben groß angelegte eigene Schulen aufzubauen und damit natürlich auch eine Vorbildfunktion für sonstige Schulen zu bilden.
Wegen der Literaturempfehlung gucke ich noch einmal ganz kurz nach. Ich habe den Namen von dem Genossen, von dem Autor leider vergessen. Genau, Ulrich Klemm kann ich euch als Autor nennen. Das ist ein, der arbeitet, glaube ich, an der Uni und also ist ein Doktor und hat sehr viel zu dem Thema anarchistische Pädagogik geschrieben und den kann ich sehr empfehlen. Ja, in dem Sinne würde ich auch sagen, machen wir dann für heute Schluss. Auf jeden. Ich habe jetzt auch erstmal Kopfschmerzen. Sehr gut. Nächste Woche ist dann ja auch der letzte Stream, den wir dann erstmal für ein paar Wochen. Nee, wir haben ja noch Sonntag. Da sehen wir uns natürlich noch zum Überblick. Aber nächste Woche Mittwoch ist ja noch der letzte Stream, den wir dann erstmal für ein paar Wochen hier mit mir in Deutschland haben. Ne? Genau. Joshua ist dann ja auf großer Reise. Und ja, dann müssen wir dich zuschalten. Ja. Dann sitze ich hier immer alleine. Das stimmt. Ich mach keinen Nordkreuzzug, ich schaff's. Muss sogar über den Atlantik dann drüber, ne? Ja. So, Leute, dann schön, dass ihr im Start wart und so wacker durchgehalten habt, trotz durchwachsenes Materials. Und wie gesagt, diesen Sonntag hören und sehen wir uns dann wieder im Überblick. Mit vielen spannenden Themen. Ja. Es gibt ja einiges, was uns gerade mal wieder bewegt, wa?